Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen zum Exilstream, dem ersten seiner Art. Ich freue mich sehr, heute Abend zwei illustre Gäste, illustrer geht es gar nicht, zu begrüßen. Erstens Shlomo Finkelstein von der Vulgären Analyse. Ja, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Und zweitens Schattenmacher von der Schattenmacher. Ja, auch ich freue mich hier zu sein und Martin in seinem schweren Schicksal beizustehen. Am digitalen Garten Gethsemane, die wacht ihr mit mir. Wir haben heute einen sehr interessanten Stream für uns mit drei interessanten Fragen, die wir gemeinsam nach dem Intro bearbeiten werden. Ja, ihr habt es schon angesprochen, mein schweres Schicksal. Die erste Frage, der wir uns widmen werden, ist das Deplatforming, also die digitale Zensur. Shlomo ist ein Veteran. Ich glaube, zensiert seit der ersten Stunde. Ich bin mir jetzt nachgefolgt, auch Hagen Grell hat es unlängst erwischt. Und wir wollen uns der Frage widmen, was bedeutet sie für den Infokrieg, was bedeutet sie für uns? Und vor allem, gibt es einen Ausweg aus ihr? Vielleicht fangst du mal an, Shlomo. Du hast es ja schon seit, wie lange bist du eigentlich schon gebannt? Wie lange bist du schon verbannt von den großen Plattformen? Also meine allererste Löschung auf YouTube war ja dann, glaube ich, Winter 2016 oder so durch das ARD damals. Das waren aber nicht von Dauer, sondern ich konnte einfach einen neuen Kanal machen und habe sogar den alten dann später wiederbekommen, als ich jemanden hatte, der für mich diese Copyright Strikes anfechten konnte. Und das hat dann eigentlich eher geholfen, meinen Kanal erstmal weiter zu bewerben und wesentlich größer noch zu machen, als er vorher jemals war. Die nächste Welle kam dann, glaube ich, Sommer 2017, wo ich dann wirklich komplett weg war. Da haben sie mir mehr oder minder alle Kanäle platt gemacht. Ich habe dann immer noch weitergemacht und versucht, andere Kanäle zu erstellen. Das hat dann für ein paar Monate auch noch funktioniert, halbwegs, dass ich da wahrscheinlich mehr Zuschauer hatte, als ich sie gehabt hätte auf BitChute oder irgendwelchen anderen Drittplattformen. Aber irgendwann wurde es dann wirklich so heftig, dass das für mich keinen Sinn mehr gemacht hat. Ich glaube, ich habe da auch den Stecker ein bisschen zu spät gezogen. Ich hätte wahrscheinlich schneller eine gute Reichweite auf BitChute aufbauen können, wenn ich das einfach ein paar Monate früher gemacht habe. Aber irgendwann haben die mir irgendwie 9 Videos in Folge gesperrt und alle innerhalb von 24 Stunden. Da dachte ich mir, scheiß drauf, ich gehe jetzt nur noch auf BitChute oder nur noch auf BitChute damals und auf meine Website shlomo.ga. Und das war, glaube ich, kurz vor Winter letzten Jahres. Wie viele Abos hast du im Moment auf BitChute? Auf BitChute habe ich gar nicht so viele Abos, das sind vielleicht 3.000, ja 3.096, aber die Aufrufe lassen sich sehen, also Aufrufe kriege ich in der Regel ein bisschen mehr als 10.000 und beim letzten Video mit der Dekaldent-Kiste waren es sogar fast 20.000. Klasse, ja. Du Schattenmacher bist bis jetzt noch ziemlich verschont geblieben von der Digitalzensur, oder? Einigermaßen, also mich hat das noch nicht in diesen harten Sphären getroffen, ich denke, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich mich von den Beleidigungen stärker ferngehalten habe, auch in meiner frühen Zeit schon als Shlomo Finkelstein. Das ist natürlich immer eine offensichtliche Zielscheibe, die man sich auf den Rücken malt. Ich denke, das liegt zum anderen auch daran, dass ich recht komplizierten Content produziere. Es hält den Abschaum immer ein bisschen fern. Und auch die ganzen Leute, die normalerweise vielleicht Terror machen würden, finden nicht so schnell zu deinem Kanal wie sonst. Aber ich lebe auch unter dem Damoklesschwert der Löschung. Also ich hatte schon Strikes, in meiner schärfsten Situation hatte ich einmal zwei Strikes, da war es knapp. Das hat sich dann auch wieder ein bisschen beruhigt, das ist auch immer ein bisschen statistisch und Zufall dabei, aber also psychologisch versuche ich mir einfach nichts anmerken zu lassen. Also zum Beispiel heute wieder, ich habe ja in meiner Community-Box geschrieben, ich bin heute mit Martin Sellner im Stream und denkt man sich auch, gut, Martin Sellner ist jetzt gelöscht, Martin Sellner ist ein bekannter Name, das ist für YouTube ist das alles radikal, aber ich denke mir dann jedes Mal, wenn du damit jetzt anfängst, wenn du anfängst jetzt die Zensur zu machen, um deinen Kanal zu retten, kannst du es gleich lassen, dann bist du in 2 Monaten dieselbe Muschi, die im Mainstream das erzählt, was alle hören wollen und das lasse ich mir nicht gefallen. Ich denke, man muss da ein bisschen den existenzialistischen Ansatz wählen und sich sagen, ich habe das schon verloren, das macht nichts, leb es lieber für die 5 Tage, die du hast, oder für die 5 Monate, die du hast, so wie du es leben willst, anstatt es über Jahre lang zu ziehen und dich hinter deiner und deine Meinung hinterm Berg zu halten. Ja. Stream ist so, als ob jeder Stream dein letzter wäre. Absolut. Es kann auch jeder Stream dein letzter sein. Ja. Das ist aber übrigens.
Noch etwas, was ich erwähnen wollte. Ich denke, Schlomos Technik, jetzt Livestreams zu machen auf der Honigwabe und dann seine Videos auf einer externen Plattform zu vertreiben, das ist eine ziemlich kluge Taktik. So bleibt er nämlich präsent im Bewusstsein der Leute. Also. Auf die möchte ich gleich noch eingehen, auf die geniale Taktik von Schlomo. Vorher nochmal technische Sachen für alle Leute, die gerade zuschauen. Wir sind gerade gleichzeitig live auf dem YouTube-Kanal von Schlomo, wenn das funktioniert hat. Hat funktioniert, ja. Optimal. Da könnt ihr, Schlomo beobachtet da die Kommentare und Superchats und wird sie natürlich geflissentlich, das sind wir euch schuldig, vorlesen. Ich mache das Ganze auf D-Live. Wenn ihr noch nicht Schlomo abonniert habt, Schlomo auf YouTube abonniert habt, tut das gleich. Und wenn ihr an alle YouTuber, die im Schlomo drauf sind, mich auf D-Live noch nicht abonniert habt, dann macht das bei mir. Ja. Und wir werden am Ende dann, wenn wir unsere Fragen ein bisschen durchbesprochen haben, auch auf den Live-Chat auf Kommentare eingehen. Also wenn ihr extrem gute Fragen, Kommentare habt, dann hebt es euch auf für den Schluss, damit sie nicht verloren gehen. Damit der Gesprächsfluss nicht so sehr leidet, werden wir nur kurz die Superchats vorlesen. Und ich möchte mich kurz an der Stelle, danach übergebe ich an Schlomo, bedanken bei HeadsTube, Frankfurt, Tweet statt Tweet, Hugo 4711, Jackson, John Duke of Lancaster, Victor und Tom 1683, der guten Abend aus Stralsund sendet, Stempelbremse, Dr. Melchior, Vizilo, Kobold und Elpo, die mir die Währung, nämlich Zitronen, die Live-Währung Zitronen geschickt haben. Ja. Das ist auch ein eigenes System, die Live. Also, so viel zur technischen Hintergrund. Mein Plan war immer der auf YouTube. Ja, ich wusste, ich kann jederzeit gelöscht werden. Ich wollte alle YouTube-Abonnenten transformieren, quasi so viele wie möglich in Telegram-Abonnenten, und habe von 176.000 Abos am Hauptkanal das bei so im Schnitt, wie viel habe ich gerade, 57.000 geschafft, die auf Telegram zu bringen, und habe jetzt Telegram quasi als mein Rückgrat, von wo aus ich die Leute jetzt versuche weiterzuleiten auf alternative Plattformen wie die Live und BitChute. Deine Strategie war ein bisschen anders, Schlomo, gell? Ja, die hat sich auch mehr dann, also die war nicht wirklich was ich mir vorher gedacht habe, sondern die hat sich dann organisch entwickelt, mit wie ich dann alternative Plattformen gefunden habe. Ich hatte erst recht späten Bitshoot und habe davor auch schon, also lange vorher hatte ich schon Telegram, die habe ich beworben, um dann eigentlich darüber weitere YouTube-Accounts, die ich mir mache, wenn irgendeiner gelöscht wird, zu bewerben. Das hat auch funktioniert, solange wie die Kanäle, wie die Videos nicht so schnell platt gemacht wurden, dass sie eh keiner mehr gesehen hat. Solange war diese Strategie dann eigentlich besser. Also einfach irgendeinen neuen Kanal machen, da hochladen, mit Telegram verlinken und über andere Accounts, die man noch hat auf YouTube, die mehr Leute haben, also die mehr Abonnenten haben, einfach in neueste Beiträge und Community erst reinposten. Das hat bis dann noch besser funktioniert. Das richtige Problem kam dann erst, als, wie gesagt, die Videos immer innerhalb von 24 Stunden weg waren und dann von irgendwie 6.000 Leuten oder so gesehen wurden. Da wurde es dann besser, auf einer Drittplattform und meiner eigenen Website hochzuladen. Da habe ich dann BitChute für mich entdeckt, was auch bisher noch ziemlich gut für mich funktioniert. Also Qualität ist ein bisschen gedrosselt und Upload spackt manchmal, aber an sich funktioniert's. Und da habe ich dann endlich auch wieder ein Archiv von meinen Videos, wo man alle auf einmal hat, und der eigenen Website schlomo.ga, wo halt auch jedes Video komplett autark hochkommt, auf dem eigenen Server, über den wir Kontrolle haben und so weiter. Und damit fahre ich seitdem wesentlich besser als in der Endzeit davon, wo ich noch auf YouTube versucht habe, guerillamäßig tätig zu sein. Wie gesagt, auf BitChute meistens über 10.000 Aufrufe, auf schlomo.ga ähnlich, also nochmal 10.000. Da hast du insgesamt 20.000 zusammen. Das ist schon okay. Das ist zumindest die Hälfte von dem, was ich normal auf YouTube so gemacht habe. Also 10.000 auf der Homepage, ziemlich gut eigentlich, ja? Mhm. Ja. Richtig gut, ja. Ja, eigentlich eine gute Taktik, auch natürlich der Not geschuldet. Ich finde halt grundsätzlich das Problem, und das ist auch, glaube ich, den Punkt, den ich nochmal ansprechen muss, auch für alle Leute, die zusehen, ich glaube, man kann halt machen, was man will, ja, der Plattform-Effekt von YouTube, der ist halt eigentlich durch nichts zu überwinden, ja, weil deshalb habe ich zum Beispiel auch nie versucht, jetzt auf BitChute das groß aufzubauen, während ich YouTube gemacht habe, weil mir war klar, wenn ich auf BitChute 30.000 Abonnenten habe oder 40.000, ist es vollkommen egal, weil diese 40.000 Abonnenten rufen nicht jeden Tag BitChute auf, weil sie auf BitChute eben nicht die Videos finden, die sie sonst sehen wollen. Ob sie jetzt, Heiko Schrang schauen oder irgendwelche Trainings- und Fitnessvideos oder Drachenlord-Hater-Videos, solche Computerspiel-Videos, alles findet man auf YouTube, die zweitgrößte Suchmaschine, einer der wichtigsten Seiten weltweit. Und du kriegst halt neue Zuseher und Relevanz nur dadurch, indem Leute eben auf dieser Plattform unterwegs sind. Und ob es das eine eigene Homepage ist, Telegram ist oder BitChute ist, diesen Plattformeffekt kann man halt wirklich sehr, sehr schwer nachstellen und nachentwickeln, meiner Meinung nach. Außerdem überzeugt man dann
auf seiner BitChute-Seite sowieso nur die Leute, die eigentlich keiner politischen Überzeugung mehr bedürfen. Das sind dann der harte Kern der Fans. Der ist zwar wichtig, aber politische Arbeit dreht sich ja schon darum, das Meinungsbild zu verändern und nicht dieses aus dem amerikanischen entlehnte Preaching to the Choir zu betreiben und seinen Anhängern das zu erzählen, wie gesagt, was sie sowieso schon wissen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Die können natürlich immer noch deine Videos an Leute schicken, was sie auch teilweise machen, glaube ich. Aber ich glaube, die werden dann auch alleine davon, dass sie einen BitChute-Link kriegen, schon etwas skeptischer da reingehen, als wenn es ein YouTube-Link wäre. Ich mache es dann manchmal auch so, dass ich ein Video, bei dem es mir besonders wichtig ist, zum Beispiel mein Racial Profiling-Video von neulich oder mein Video, mein erstes theoretisches Video darüber, wie die Black Lives Matter-Sache in Amerika zu bewerten ist, dass ich unglaublich mich zurückhalte im Ton. Also kein Ausdruck drin, gar nichts, im Visuellen nur überhaupt nicht anstößige Sachen, irgendwie ein Apfel oder irgendein Scheiß halt, und den dann auf YouTube weiterhin hochlade. Das funktioniert sogar auch häufig. Also Racial Profiling und mein Black Lives Matter Video sind dann auch noch oben geblieben auf YouTube. Interessant. Ich denke, was man da nicht vergessen darf, ist auch der psychologische Effekt. Der ist wichtig. Also es ist nicht nur der technische alleine. Wenn man ständig bedroht wird, zensiert zu werden, dann habe ich so das Gefühl, neigen einige dazu, sich um die Optik nicht mehr zu kümmern und einfach nur noch alles rauszuhauen, Hauptsache Provokation oder Hauptsache, es geht jetzt mal gegen die Weltsicht hinter dieser Zensurmaschine. Aber das ist eigentlich nur der Angelhaken, an dem man dann anbeißt. Ich denke, man muss nach wie vor den richtigen Weg finden zwischen der gebotenen Radikalität, die man bieten muss, und der Vernunft, die man walten lassen muss, für echte Lösungen zu streiten. Die Edginess war eine Taktik, glaube ich, halt vor ein paar Jahren, als wir noch nicht so verpönt waren. Jetzt ist es, glaube ich, schon edgy genug, wenn wir einfach nur unsere normalen Ansichten so raushauen. Ganz, ganz Vanilla. Da werden schon genug Leute dran Anstoß nehmen. Heute ist das, glaube ich, absoluter Schwachsinn, noch irgendwie auf Edginess zu setzen. Voll, unsere nackte, schiere Existenz ist für die Leute schon Provokation und Zumutung genug, ja. Das heißt, ich glaube, dass man da völlig richtig allein durch unsere Positionen schon genug aneckt. Was ich allerdings auch wirklich problematisch finde, ist, wenn man sich eben ansieht, die unfassbar große Bedeutung, die YouTube und solche Plattformen gewonnen haben und die damit ebenso unfassbar große Bedeutung, was der Ausschluss von solchen Plattformen dann bedeutet. Also damit meine ich nicht nur YouTube, sondern auch PayPal zum Beispiel. Also bevor es PayPal gab, konnte man dich gar nicht so brutal bannen, weil es gab halt verschiedene Bankkonten, die Leute waren es gewohnt, zum Beispiel, wenn sie ein Buch bestellt haben, das mit Vorkasse zu machen oder mit einer Nachnahmesendung. Aber jetzt sind alle an PayPal gewohnt. Das heißt, wenn du jetzt einen Buchhandel hast und du bist von PayPal gesperrt, dann bedeutet das eine totale Existenzvernichtung, weil die Leute nur mehr dorthin gehen, wo sie mit PayPal bezahlen können. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit YouTube und diesen Plattformen. Ja. Die Leute sind halt gewohnt daran. Früher, bevor diese Plattformen so stark wurden und die Leute sich so gewöhnt hatten, gab es Foren, Imageboards, ja, die Leute waren halt bereit, auch auf Seiten zu gehen, auf Homepages zu gehen, die Blogs waren extrem stark und das ist extrem abgestorben, es gibt kaum Foren oder Blogs mehr und solche Sachen, die Leute wollen ganz kurze Klickwege haben und wollen halt haben, dass alles in einem großen Feed präsentiert wird und irgendwann gibt es wahrscheinlich so ein Riesenmonopol, ja, das ist dann nicht mehr Google, sondern Gulag, wie auf meiner Tasse, danke an den, der es mir zugeschickt hat, ja, wo ein riesiger, großer Feed ist, wo alles drin ist. Und wenn du aus diesem Feed ausgesperrt bist, dann bist du quasi nicht mehr lebensfähig. Das ist so ein bisschen die Horrorvision des Deep Platformings. Was ich mir mal überlegt hatte, ich weiß nicht, wie leicht das technisch umzusetzen ist, aber ich halte es noch für machbar. Also der bisherige Ansatz war ja dann immer, man baut sich jetzt eine alternative Plattform aus, wie BitChute, auf die dann keiner geht und das ist das Problem. Ich hatte mir überlegt, was ist denn, wenn jemand eine Suchmaschine zum Beispiel für Videos konstruiert, in der einfach, wenn irgendeiner einen Begriff eingibt, automatisch bei YouTube, bei BitChute, bei allen möglichen Videoplattformen durchsucht und das dann anbietet. Dann würde es praktisch keine Rolle mehr spielen, wo man das Ding hochlädt. Es wäre dann nur noch auf dieser primären Suchmaschine, würde man das trotzdem finden. Natürlich ist dann das Problem, verschiebt sich dann nur ein bisschen, wer kontrolliert dann die Suchmaschine? Und dann müsste es dazu wieder Alternativen geben. Und das ist ein wenig das Ding auch mit BitChute selbst. Selbst wenn wir dort jetzt Erfolg haben würden, sobald diese Plattform richtig abgeht und kommerzielles Potenzial bekommt in der Größenordnung von YouTube, dann wird da derselbe politische Prozess stattfinden, den wir jetzt auf YouTube sehen. Das halte ich für ausgeschlossen, dass es nicht so sein wird. Also wir müssen diesen Krieg gewinnen, wo er geführt wird, oder wir werden ihn verlieren. Vor allem, YouTube ist auch ein Minusgeschäft. Das kannst du dir nur leisten, wenn du unendliche Kapitalreserven hast, ja, und auch Schulden aufnehmen kannst und andere gewinnträchtige Projekte. Also es ist völlig unmöglich, dass eine Plattform so
von der Usability her und so weiter und so fort YouTube irgendwie Konkurrenz machen kann. Und auch alle guten anderen Plattformen, die sich entwickeln, werden halt aufgekauft. Das ist auch so ein Effekt, das Nebeneffekt, das Plattformeffekt. The winner takes it all. Also eine Plattform ist umso attraktiver, je mehr Leute sich dafür befinden. Das Produkt ist nicht dass die Google-App, sondern die vielen Leute, die du erreichen kannst und die unendliche Vielfalt an Videos, die du dort findest. Genauso wie du Amazon vorziehst an irgendeiner anderen Alibaba-Börse, weil du auf Amazon wirklich alles findest. Ja? Je mehr eine Plattform an Usern und an Angebot hat, desto wertvoller ist sie. Und daneben gibt es keinen Bereich für eine andere Plattform. Maximal ganz kleine Nischendinge wie Vimeo und so weiter und so fort. Am Ende, und das ist die Tendenz überall, von Facebook über Instagram, über YouTube, setzt sich ein einziger großer Krake durch, ja, weil sie einfach von der Benutzung her sowohl für die Anbieter als auch für die Sucher unübertroffenen Nutzeneffekt bietet. Das Einzige, was eigentlich bleibt, sind Guerilla-Tactics. Wir haben halt das Problem, dass unsere Gegner eigentlich jede mächtige Plattform, die irgendwie zustande kommt, sofort unterwandern oder, wenn es weniger ominös formulieren will, Druck auf sie ausüben werden in die Richtung, dass sie uns runterschmeißen. Und da so ziemlich dass die gesamten gleichgeschalteten Medien unter unseren Gegnern sind, schaffen sie das auch in der Regel. Man kann es eigentlich nur mit Guerilla-Taktiken machen. Beispiel wäre, wir wurden neulich im Schrimo.ga auf Facebook gesperrt. Das heißt, man kann jetzt keine Beiträge und Videos mehr von Schrimo.ga auf Facebook posten. Unsere Lösung dafür war einfach, uns noch eine neue Domain zu kaufen, und zwar Schrimo.in. Und die leitet dann direkt auf den betreffenden Beitrag auf Schrimo.ga weiter. Wenn man jetzt irgendeinen Schrimo.ga-Beitrag auf Facebook posten will, muss man einfach nur das GA durch ein IN ersetzen und man kann es wieder posten. Damit haben wir quasi Facebook wieder zurückerobert. Ja, ist so ein bisschen wie im Zweiten Weltkrieg. Da kommen die Suchminen nach den U-Booten und dann entwickeln die U-Boote einen Motor, der außerhalb des U-Boots liegt, und dann entwickeln die Engländer wieder den Wärmesucher, der den Motor vom U-Boot unterscheidet oder sonst irgendwas. Also es ist ein ständiges Aufrüsten. Immer einen Schritt voraus, ja. Es ist eine Guerilla-Taktik. Not macht erfinderisch, und Guerillas zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie nicht wirklich einen Raum halten können. Also eine Guerilla-Armee hat kein Hauptquartier und keine Schützengräben und keine Kasernen, sondern permanent einen Ort wechseln müssen, wenn der Gegner sie entdeckt hat, ja, also herausgefunden hat, ja, dann müssen sie den nächsten wechseln. Und mittlerweile fokussiert sich auch alles auf, und das finde ich im Moment die wichtigste Plattform, nämlich Telegram. Ja, also ich finde, Telegram ist so die wichtigste Alternative, ist auch mittlerweile sehr beliebt im patriotischen Lager, hat einige Schwächen, aber ist halt extrem gut bedienbar, eine App, die Leute auch permanent nutzen können, weil sie dann Schritt für Schritt WhatsApp ersetzt, also eine Art Daily-Use-Faktor, ja, und du kannst dann direkt mit Leuten kommunizieren und mittlerweile über diverse Bots auch mit Kommentarfunktion ein echter Social-Media-Ersatz. Was mich interessieren würde, wäre, ich möchte an der Stelle übrigens auch herzlich allen Superchattern danken von den über 1000 Zusehern auf die Live, die wir gerade im Moment haben. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich nicht dauernd vorlese, weil ich glaube, das wird den Gesprächsfluss sehr stören. Aber was mich interessiert an allen im Live-Chat, aber auch an euch beide, ist, glaubt ihr, wird Telegram, wird D-Live, wird BitChute standhalten, oder werden sie, wenn sie jetzt dann genügend deplatformt haben von den großen Plattformen, uns dorthin auch nachfolgen, uns dort auch löschen? Es gibt ja so ein paar böse amerikanische, also wirklich extremistische Seiten, die halt komplett gelöscht sind. Also glaubt ihr, ist das quasi unser Endschicksal am Ende? Was mir bei BitChute ein bisschen Hoffnung macht, ist, ich folge denen auf Twitter und die Führungsriege da scheint auch irgendwie ideologischen Interesse daran, also an Meinungsfreiheit zu haben. Die sagen regelmäßig da Google und YouTube, dass die sich ficken gehen sollen. Das gibt mir Hoffnung für die. Natürlich, wenn die mächtig genug werden, dann wird es auf jeden Fall Versuche geben, auch die irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Ob sie dem standhalten, ist eine andere Frage. Oder ob man dann über noch andere Wege geht, im Sinne von, wir gehen jetzt auf die Leute los, die denen irgendwie ihre Server vermieten oder auf irgendwie die nächste Stelle, die da irgendwie dranhängt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube aber, das größere Problem momentan noch ist, die überhaupt so groß zu kriegen. Also die irgendwie zu einem Haushaltsnamen zu machen. Wenn wir das geschafft hätten, dann wäre ich eigentlich guter Dinge. Ich möchte da zwei Dinge zu bedenken geben. Also ich glaube, einmal hängt das auch davon ab, wo die Hauptquartiere dieser Firmen sitzen. Ich glaube, bei BitChute ist das in England und bei Telegram in Russland. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht das Silicon Valley, und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es nicht der progressivste Ort auf der Welt ist. Gut, England ist immer ein kritischer Fall, aber zumindest ist es nicht San Francisco und die Bay Area. Das ist sicherlich ein Punkt. Und dann zu der nächsten Frage. Ich denke, das ist auch immer eine Markt,
Interessenbewertung wert. Also Martin Sellner holt jetzt 1000 Leute nach D-Live und das ist sicherlich eine Menge. Und ich glaube, Nick Fuentes, wenn er streamt, ist er immer Nummer 1 auf D-Live. Er scheint ja dann auch ein Zugpferd dieser Plattform zu sein. Ich glaube, momentan wäre es allein aus marktökonomischer Sicht Wahnsinn für BitChute und Telegram, die ganzen radikalen, pseudoradikalen, halbradikalen Leute zu löschen oder die Leute, die als radikal gebrandmarkt werden, weil das der eine, die Existenzberechtigung dieser Plattform ist. Ich habe immer das Gefühl, also ich bin pessimistisch, was die ewigen Werte angeht. Ich habe immer das Gefühl, dass Leute mit genügend Wohlstand und mit genügend Erfolg weich werden und das ist dann die Chance besteht und die Gefahr höher wird, dass sie aufgeben, aber das ist halt ein Grundfakt des Lebens, über den wir uns nicht lange kümmern müssen. Wir müssen halt das nehmen, was da ist und dann so lange und so hart durchhalten, wie wir können. Also nicht die Flinte ins Korn werfen, einfach weitermachen und so lange Pickel am Arsch des Mainstreams sein, bis wir gewonnen haben. Ende. Richtig scheiße wäre natürlich, wenn sie pleite gehen würden. Ne? Also ja, wir hatten das ja schon mal mit Vidme. Das hatte ich auch bei mir ganz groß gemacht. Alles immer auf Vidme und dann waren die auf einmal weg. Da habe ich auch dumm geguckt. Aber das ist halt das Problem. Genau der Begriff Pleite ist genau der springende Punkt, weil am Ende hast du halt ganz viele Rapper, ja, so schöne Grafikoberflächen. Im Endeffekt machen sie all dasselbe, nämlich einen Server, der halt Sachen bereitstellt. Ja. Es gibt auch schon ganz viele Patreon-Alternativen. Aber das waren auch im Endeffekt schöne Oberflächen und dahinter hatten sie alle Stripe oder PayPal oder einen Kreditkartenvertrag. Ja. Mhm. Fintech, also die Finanztechnologie, ist ja quasi der Untergrund von allem und alle diese großen Server und diese ganzen Services müssen irgendwie finanzierbar sein. Und BitChute, der Typ zum Beispiel, hat auch irgendwo einen Kreditkartenvertrag und sonstige Sachen oder irgendwelche Server. Und wenn der Druck stark genug wird, der politische, und die dann sagen, okay, zum Beispiel ich oder jemand anderer, der muss gelöscht werden, weil sonst, zack, 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 werden alle Verträge gekündigt. Da wird er auch irgendwann sagen, ja, bitte verlass die Plattform, sonst müssen wir sie einstellen. Also kann es dann auch nicht Nein sagen. Also ich glaube, wenn der Druck stark genug wird, und das ist eine wirklich totalitäre Struktur im Westen, kann es wirklich alles abdrehen. Und ich habe das ein bisschen verglichen mit dem Auge Saurons. Also wenn jetzt morgen du in der New York Times bist, Schlomo, ja, und die alle Amadeo-Antonio-Stiftung, Hope Not Hate und Southern Poverty Law Center einen riesen Artikel über dich schreiben und quasi eine riesen Aufmerksamkeit auf dich ist, wird nacheinander alles wegfallen. Und bei mir war es ja auch so, es war eine Zeit lang eine Aufmerksamkeit da auf uns und solange die da war, ist wirklich alles weggebrochen, sogar Linktree ist weggebrochen und mein Host hat mich gekündigt und dann war die Aufmerksamkeit wieder weg, es war den Leuten wieder wurscht, nächstes Thema war da. Aber ich glaube, wenn die länger gehalten hätte und höher gedreht worden wäre, wie so das Auge Saurons auf die Last hätte, wäre alles weggefallen. Dann wäre ich auf die Live rausgeflogen, hätte Telegram mich gelöscht und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen meine Metapher dafür. Mach du zuerst, Schlomo. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich gerade, ob man das irgendwie lösen könnte. Ich weiß nämlich bei meiner Seite gar nicht, ob es da direkt Stellen gäbe, die man anschreiben könnte oder auf die man Druck ausüben könnte. Ob man das quasi durch eine Art Anonymität und Verborgenheit, in der quasi alles gemacht wird, regeln könnte, das gar nicht bekannt ist, auf wie man losgehen muss überhaupt dahinter. Ich würde mich doch fragen, ob, also wenn du dazu keine, ich weiß nicht, hast du eine konkrete Antwort dazu? Ansonsten würde ich mich fragen, eigentlich die wichtigste Frage stellen, gewinnen wir denn langsam? Machen wir oder wird unsere Seite informell, formell stärker? Also gewinnen wir Rückhalt in der Bevölkerung oder verlieren wir ihn? Wenn wir ihn verlieren, das wäre schlecht, weil wir dann unsere Arbeit weniger und weniger Bedeutung hätte. Ich hege die Hoffnung, auch wenn ich es nicht genau weiß, aber ich hege die Hoffnung, dass da wir mit vielen Dingen einfach recht haben und recht behalten werden, auch die Realität unseren Pfad des Redpillings unterstützt und dass auch Leute, die nicht ganz unmächtig sind, irgendwann zu dem Schluss kommen werden, dass es eine schlechte Strategie ist, so weiterzumachen wie bisher. Also wenn ich mir reiche Amerikaner vorstelle, sicher, viele von denen sind hoffnungslos liberal, aber es wird sicherlich auch ein paar reiche Amerikaner geben, die mit immer weiterem demografischem Wandel einsehen werden, mit immer weiteren Aufständen von Black Lives Matter oder mit, wo mein nächstes Video darüber handeln wird, mit der extremen Gewalt, die durch zum Beispiel die mexikanischen Drogenkartelle an der Grenze ausgeübt werden, mit all diesen Faktoren zusammen, dass
die Welt so nicht weitergehen kann. Also wenn Texas demnächst demokratisch ist, dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass es ein paar Öltaikune gibt oder ein paar Military Contractors oder ein paar klassisch konservative reiche Menschen zum Beispiel, die sich doch ernsthaft die Frage stellen, ob sie in dem Amerika, wie es jetzt besteht, überhaupt noch eine Zukunft haben werden, trotz all ihres Vermögens. Also es ist eine Hoffnung, aber es ist, denke ich, nicht eine völlig unbegründete Hoffnung. Aber das sind halt alles so private Leute. Also es gab in Österreich auch sehr interessant zwei Medienprojekte. Einmal das Magazin Alles Roger und dann Addendum. Das erste war bezahlt von einem Millionär, Ronny Säunig, der so ein großes Einkaufszentrum an der tschechisch-österreichischen Grenze, Duty Free, aufgemacht hat. Und das andere von Mateschitz, den kennt ihr vielleicht, den Red Bull-Milliardär. Mhm. Und die waren beide rechts und wollten quasi so rechte oder rechts der Mitte Medien machen. Mateschitz macht auch Servus TV und bezahlt das. Und der ist also nicht erwiesenermaßen, aber man weiß es eben, dass er eher rechts denkt. Und der Mateschitz hat Addendum gestern eingestellt, von heute auf morgen, weil es ihm nicht mehr gefallen hat. Und der Ronny Säunig hat auch sein Magazin eingestellt. Also das ist halt abhängig von Mäzenen und deren Willen. Und diese reichen Sponsoren, die eventuell, gebe ich da völlig recht, diese Problematik der Finanzierung und Fintech überwinden könnten, die sind ja auch nicht isoliert. Also zum Beispiel dieser eine Grafwinkel, der der AfD, ich glaube, 150.000 Euro gespendet hat sich dann nach einer Woche Dauerbeschuss, Angriffe, Liebesentzug von seinen Enkelkindern und Kampagnen seiner Familie gegen ihn von der Spende wieder distanziert. Also die Frage ist halt natürlich, gibt es so eine Art globale Vernetzung, eine globale Hochfinanz und Banken, Sektoren und wie stehen die halt politisch da? Das ist also die Frage, gibt es irgendwo so einen großen finanziellen Block, ja, der irgendwie unsere politischen Ziele übernehmen wollen würde? Das sehe ich im Moment eher nicht so. Mir kommt schon so vor, dass halt diese ganzen globalen Thinktanks, die UN, ja, mit all ihren ganzen Population Divisions, auch die ganzen großen Banken und Kreditkarteninstitute, alle schon sehr stark Woke Capital sind. Das heißt also, eine postnationale, globalisierte Welt wollen und jede Kritik daran langfristig via Hate Speech aus dem digitalen Raum verbannen wollen. Also wenn man sich die ganzen Expertenkommissionen, Gesetzesentwürfe auf supranationaler Ebene anschaut, geht es meiner Meinung nach genau in diese Richtung. Und wenn dann einzelne Millionäre oder reiche Leute etwas dagegen haben, ist das zwar gut und schön und sie können dann hin wieder einzelne Projekte finanzieren, aber ich glaube halt, dass langfristig gesehen das nicht ausgleichen kann, die Macht, die die Mainstream-Medien haben. Da würde ich sogar zustimmen. Also die Leute, auf die ich am letzten hoffen würde, sind erstmal irgendwelche Firmen. Firmen sind die schlimmsten Opportunisten, die werden sich nach dem richten, was der Mainstream sagt. Wie gesagt, meine Hoffnung wäre dann in diesen, oder das war eher eine Betrachtung von gewissen Individuen. Ich denke, das wird auch alles stark damit fallen, ob das globalistische Versprechen ökonomisch die Prophezeiung einhalten kann. Also solange es ökonomisch noch läuft, solange man Plus machen kann, solange Firmen tatsächlich Gewinn erzielen können, ja, da sehe ich leider auch relativ schwarz. Die Frage ist, ob das Zugrundegehen der Kultur, das wir beklagen, und ja, das Auflösen in den globalistischen Weltstaat tatsächlich ewig ökonomisch positiv sich auswirken wird auf diese Spieler. Und ich denke, das ist eine schwierige Frage. Aber wenn das nicht so ist, ich denke, dann gibt es ein gutes Argument, dass auch wichtige Leute sich umdrehen werden. Also man nimmt es teilweise wahr, zum Beispiel, dass die absolut überprogressiven Inhalte in Serien oder in Filmen etwas zurückgedreht werden, wenn man einfach merkt, dass wirklich kein Gewinn mehr erzielt werden kann. Oder wenn es zu viel Backlash im Ökonomischen gibt. Das wird nie ganz beendet, das läuft dann auf einer niedrigeren Flamme, aber zumindest gibt es dann auch eine Art Response-Effekt davon. Ich denke auch, also das ist meine letzte Bemerkung noch, ich denke, was die Sowjetunion am Ende zu Fall gebracht hat, ist einfach die enormen ökonomischen Rückstände und die lang andauernde Unzufriedenheit der Bevölkerung damit. Das wird halt die Frage sein, ob sich das irgendwann einstellt oder nicht. Wenn ich mal die Blackpill dazu liefern soll, ich denke, wenn die wieder zurückschwenken und sich sagen, das war ein bisschen zu viel reingeforste progressive Charaktere und vielleicht hätten nicht alle in diesem Film schwul sein müssen und wir versuchen es jetzt mal anders, dann ist es, glaube ich, eher, wir haben es jetzt etwas zu schnell aufgedreht. Ups, machen wir nochmal langsamer und danach machen wir dasselbe nochmal. Die Taktik, da gibt es einen super Clip von Jordan Peterson, wie er es erklärt im Internet zu. Die Taktik, die unsere politischen Gegner dauerhaft fahren, ist das langsame Hochfahren des Reglers quasi. Wie weit geht die Bevölkerung mit und wann protestieren die Leute? Wenn sie anfangen zu protestieren, fahren sie es wieder etwas runter und dann fahren sie es langsamer wieder hoch. Ja, aber da möchte ich...
3 Stunden zurück. Dann möchte ich aber dazu mal ein bisschen die White Pill oder zumindest die Red Pill geben. Alle Staaten Afrikas und Lateinamerikas haben ein deutlich niedrigeres wirtschaftliches Niveau als das der USA. Die Bevölkerungsgruppen, die in den USA am meisten zunehmen, sind also die Schwarzen in relativ geringem Maße, aber vor allem die Lateinamerikaner, die Mexikaner, die Leute aus Mittelamerika. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass bei einem unablässigen, rapiden demografischen Wandel das Wirtschaftsniveau der ersten Welt in diesem Sinne gehalten werden kann, weil einfach nicht mehr die Produktionsbasis dafür gegeben ist oder nicht die Innovationsbasis dafür gegeben ist. Also es würde für mich an ein Wunder gleichen, wenn man vor allem den Südwesten der Vereinigten Staaten immer weiter demografisch an Mexiko angleicht, aber das Wirtschaftsniveau der ersten Welt unablässig halten kann. Das fände ich fantastisch. Also wenn ich dazu kurz auch wieder eine Black Pill servieren darf, ich glaube, die globalen Eliten, die kosmopolitischen Eliten sind die sogenannten Anywheres. Das heißt, sie sind gar nicht mehr örtlich gebunden und die denken gar nicht mehr an den Nationalstaat. Also der Nationalstaat kann zusammenbrechen und tatsächlich hat ja die Massenmigration für eine gewisse Schicht des Nationalstaats nur positive Effekte gehabt und die Globalisierung, während sie für eine andere Schicht negative hatte. Also zum Beispiel für Leute, die eine gute Ausbildung haben und akademisches hohes Niveau, für die hat die globalisierte Welt einen extremen Vorteil. Erstens, sie kriegen überall billige Arbeitskräfte, die mexikanische Haushälterin, die irgendwie nigerianische Prostituierte auf der Straße, das sage nicht ich, das sagt Collier in seinem Buch Exodus. Ja? Also sie haben billigste Arbeitskräfte vor die Haustür geliefert und gleichzeitig können sie ihr Arbeitsniveau, ihre Ausbildung auf einem globalen Arbeitsmarkt anbieten. Für den an den Ort gebundenen Mittelschicht, Unterschicht hingegen ist es natürlich ein Riesenproblem. Also was ich damit meine ist, die Globalisierung ist eine Art globale Vernetzung von Megacities, der City of London, der City of New York und so weiter und so fort, ja, so zentrale Zonen, die vernetzt sind über ihre Flughäfen, über ihre supranationalen Verbindungen, über ihre Konferenzen und Kongresse und die Leute, die sich in diesen Zonen bewegen und zwar nur in diesen Zonen. Egal, wo welchen Land sie gerade sind, sie sind in diesen global vernetzten Zonen, sie haben extrem viel Geld, bauen so kleine Kompetenzfestungen auf und rundherum bricht halt von Flint bis hin zu Bautzen das Umland zusammen und geht in so einem postdemokratischen Gangland auf. Der Nationalstaat kann immer weniger regeln, es muss immer mehr von supranationaler Ebene entschieden werden, Global Compact for Migration, globale Impf- und Gesundheitspolitik, globale Klimapolitik. Aber der Nationalstaat selber, ja, wenn das Bruttoinlandsprodukt dann halt zusammenbricht oder wenn es halt immer mehr Leute verelenden, das ist diesen Leuten und dieser Kaste relativ egal. Dafür kann man es so sehen. Da möchte ich aber noch ein paar Punkte zu bedenken geben. Also ja, ich denke, auf einer mittleren Zeitskala wird das auch das wahrscheinlichste Szenario sein. Es gibt aber einige Dinge, von denen ich glaube, dass sie am Ende dort hineinspielen werden, die es schwer macht, dass es dieses Szenario ewig aufrechtzuerhalten. Erstens, das supranationale Zentralregelung im Allgemeinen die Tendenz hat, nicht besonders effektiv zu sein, in die verdammten Probleme zu lösen und deshalb diese Probleme bestehen bleiben werden. Aber vor allem ein relativ interessantes Konzept, das ich neulich gehört habe, ich glaube den IQ-Shredder haben sie das genannt. Also dass es Kompetenzhochburgen gibt auf der Welt, Singapur wäre ein klassisches Beispiel, die sehr viele, sehr intelligente, sehr kompetente Leute anziehen, aber gleichzeitig die Tendenz haben, diese Leute mit Geburtenraten zurückzulassen, die sich um die 1 befinden. Das heißt, Singapur zieht viele begabte Leute an, also gibt aber an die Außenwelt und selbst an seine eigene Innenwelt nur sehr wenige begabte Leute zurück, weil die Geburtsraten in hochverdichteten Städten eben relativ gering sind. Und dadurch nehme ich einfach an, dass sich dieses Konzept zwar auf einer mittleren Zeitachse so bewahrheiten wird und das sich auch bewerkstelligen lässt, aber dass das Konzept von Babylon und dem großen Moloch halt kein für die Jahrtausende gedachtes Menschheitsprojekt ist. Ich denke, das wird irgendwann an seine Grenzen kommen. Also wir brauchen das ja nur in der EU zu sehen. Die EU ist ein zentral gelenktes Organ und hier gibt es tausend versteckte ökonomische Gefahren. Die ständige Verschuldung, die ungelösten Probleme. Ich möchte noch ein ganz klassisches Beispiel geben. Kein westliches Land scheint es mir in den Griff zu bekommen, seine Riesenmafias zu besiegen. Also in Mexiko gibt es die Kartelle, in Amerika die Straßengangs, in Italien die Mafia und hier die Clans. Und die werden nie kleiner. Dieses Problem wird nie gelöst. Es wird immer größer und größer und größer. Und aber es interessiert sie auch nicht. Also das ist Sam Friend, das ist genannt die Anarcho-Tyrannei. Das ist ein Politikwissenschaftler, ein amerikanischer. Das heißt, das System
verfolgt und setzt die Gesetze nur mehr bei den Gesetzestreuen um, die sich daran halten werden, und lässt einen immer größeren Bereich, den sie aber wirtschaftlich verkraften können, einfach ignorieren sie den. Aber ich bin hier Advocatus Diaboli und dein Wort auf jeden Fall in Gottes Ohr. Ich hoffe auch, dass es, also ich glaube, dass man eine Lösung finden kann, ja. Was ich eigentlich damit sagen möchte, und das würde mich auch interessieren, wie Schlomo das sieht, das ist ein Infokrieger der ersten Stunde. Ich persönlich glaube, das ist eine echte Veränderung aufgrund des Deplatformings, aufgrund der finanziellen Ungleichheit und der Masse, die heute Mainstream hat, ja, letztlich über den Infokrieg allein nicht funktionieren kann. Also ich glaube, dass es dazu etwas mehr braucht, nämlich eine Vermischung aus politischer Parteiarbeit, Aktivismus auf der Straße. Aber ich glaube, dass der Infokrieg alleine zwar wächst langsam, aber diesen großen entscheidenden Durchbruch im Internet auch durch Deplatforming, maximale Zensur und Repression, Hate-Speech-Gesetze und so weiter und so fort wahrscheinlich auch von selbst nicht erreichen können wird. Von selbst würde ich dir zustimmen. Ich denke aber, er kann trotzdem eine starke Stütze dafür bleiben, auch wenn das noch viel mehr aufgedreht wird. Für mich ist auch eine leichte White Pill, wie sehr es schon aufgedreht ist. Also ich meine, die Apparatur, die gegen uns arbeitet, ist ja quasi fast am Anschlag momentan. Das scheint, gewisse Leute scheinen ein bisschen Angst zu haben, dass ihnen da langsam etwas entgleitet. Ich sehe auch positiv, dass bei den Sachen, die ich sehe, da gehen meine Metriken gehen ein bisschen nach oben. Also natürlich nicht so sehr, wie es bei YouTube wahrscheinlich der Fall wäre, nicht so sehr, wie ich es gerne hätte, aber momentan bin ich eher im Auftrieb. Natürlich kann es sein, dass dann noch ganz andere Maßnahmen kommen am Ende und dann ist wieder alles weg und ich muss von null anfangen. Aber wenn ich das, wie ich es jetzt habe, weiter so betreiben könnte, dann wäre ein langsames Wachstum wahrscheinlich die Folge davon. Also ich denke, es kann eine starke Stütze sein, die aber, also wie gesagt, Parteipolitik und Aktivismus brauchen wir absolut auch. Also das Wachstum ist auf jeden Fall da. Die Frage ist halt, ob es schneller wächst als zum Beispiel der Einfluss des Islam in Deutschland, um hier ein krasses Gegenüber zu finden. Aber das stimmt. Also ich glaube, langfristig, das ist auch der Grund, warum sie so mit so viel Repression reinbringen. Ich kann es auch noch mal sagen, wenn die vulgäre Analyse auf YouTube nicht gelöscht worden wäre seit Beginn, ja, hättest du jetzt 400.000, 500.000 Abonnenten, davon bin ich überzeugt. Das denke ich auch, ja. aber ich finde es auch interessant, ich finde es jetzt hochinteressant, ein sozial-digitales Experiment, wie viele Leute sind bereit, diese paar Klicks mehr zu machen? Wie viele Leute sind quasi eigenständige Initiative? Ich hatte auf YouTube 146.000 Abonnenten. Ich habe so ein Experiment gemacht, auf so einem V-Kontakte-Kanal habe ich so ein Ziel gesetzt an einer Zahl, wie viel ich quasi transferieren möchte auf BitChute und DLive, die ich für mich selbst gesetzt habe als einen metrigen Wert, wo ich da für mich selber sage, okay, wenn ich die erreiche bis Ende September, dann hat das Deplatforming in meinen Augen nicht ganz geklappt. Und das läuft gerade für mich vor meinen Augen, auch vor den Augen der Zensoren, die das auch interessiert beobachten, ab. Und ich bin schon sehr gespannt, ob ich es erreichen werde oder nicht. Ja? Aber ich glaube halt, dass man am Endeffekt am Deplatforming schwer vorbeikommen kann. Du musst deinen Zuschauer halt straight up zwingen, ne? Also wenn dein Video auch noch auf YouTube ist und du sagst, haben wir schon angesprochen, ja, guck doch mal auf BitChute vorbei, macht keine Sau. Du musst sie straight up zwingen, auf YouTube einen Trailer und das war's, wenn überhaupt. Ihr findet das Video nur da und da, nur dann gehen auch wirklich die Leute in Zahlen hin und das dauert auch. Fix, fix, ist so. Aber ich bin froh, dass die von mir gar nicht mal genötigten Leute auf die Live gerade 1.300 zusehen. Ich bedanke mich auch herzlichst bei allen Leuten, die da diese Zitronen und Eiscremes, was man auf die Live noch machen kann, schicken. Tristan, Hugo, George Orwell, stellvertretend für alle. Ich will jetzt nicht alle eure Namen vorlesen die ganze Zeit. Ich glaube, das ist auch in eurem Interesse, sonst wäre der Gesprächsfluss extrem gestört. Es kamen ein paar sehr gute Ideen rein von George Orwell, wie man mehr Leute transformieren kann von Telegram auf andere Plattformen. Werde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen. Vielleicht kannst du auch nochmal in die VK-Gruppe reinschreiben. Eigentlich sind wir eh schon zum zweiten Thema gekommen, langsam aber sicher vom Infokrieg und von der Zensur und dem Deplatforming, nämlich die Frage, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, diesen Laden hier, und ich meine damit eben die BRD oder Österreich, irgendwie zu retten? Und in eurer persönlichen Haltung, Schattenmacher kommt heute extrem White-Pill daher, was man gar nicht vermutet hätte, ja, hat euch dieser 1.8. in Berlin irgendwie mehr Hoffnung gegeben für Deutschland? Ich denke, man hat gesehen, mal wieder auch, wie viel Macht die Boomer haben, weil es war eher ein boomerlastiges Thema mit Covid-19 und so weiter. Ich denke, also ich meine, wenn wir sowas sehen würden über Massenmigration oder so, ne, da würdest du mich gerade
euphorisch erleben. Aber das Thema ist ein vorübergehendes Thema. An sich ist eine positive Sache, dass die Leute sich nicht alles gefallen lassen und hinterfragen, was der Staat ihnen sagt, hinterfragen, was supranationale Institutionen etc. ihnen sagen. Das ist eine super Sache. Es müsste halt nur wirklich in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Ich glaube, den meisten Leuten, die da unterwegs sind, kannst du nicht kommen mit der Migrationspolitik, mit Demografie, mit Islamisierung und so weiter, die wären dafür nicht zu begeistern. Eine weitere große Gefahr ist der Lächerlichkeitsaspekt, weil diese Leute, also ich habe eine Menge von denen, die ja mitlaufen und so weiter, ich weiß nicht, ob eine Menge, aber mehr als in der Standard-Demo, werden wahrscheinlich auch so Richtung Attila Hildmann und so weiter gehen. Und das schöpft auch eine Menge Potenzial ab, halt, diese Verschwörungsecke. Ich meine, man stelle sich einmal vor, so ein Attila Hildmann oder ein Xavier Naidoo hätte sich dahingestellt und einfach nur knallharte realpolitische Punkte angesprochen zu Migration, zu Islamisierung, zu solchen Themen halt. Das wäre eine ganz, ganz andere Nummer geworden. So haben sie halt eher so ein paar neue Kasper bekommen, die sie rumzeigen können im Sinne von, guck mal, wie bescheuert die Rechten sind. Und das Ganze verläuft eigentlich im Sande, wenn es nicht sogar im Größeren der rechten Seite schadet. Deswegen sehe ich vor allem in der Verschwörungsecke da auch eine gewisse Gefahr für uns. Mhm. Ich würde da vielleicht ein bisschen einsteigen. Im Prinzip teile ich diese Auffassung. Ich denke, was die Boomer-Generation noch hinbekommt, das ist manchmal cringe, manchmal aufsehenerregend, aber letztlich eher inkonsequent. Worauf ich mir die Hoffnung baue, ist die Leute, die uns jetzt zuhören. Also vielleicht Generation X, vor allem die Millennials und die Zoomer. In 20 oder 30 Jahren werden diese Leute die Führungskaste dieses Landes darstellen. Das wird auf jeden Fall passieren. Die Boomer werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren in Rente gehen alle. Die werden aus dem Betrieb ausgewaschen. Und diese Leute erreichen wir auch nicht mehr. Die haben einen anderen ästhetischen Zugang, einen anderen politischen Zugang, oft ein sehr naives parteipolitisches oder idealdemokratisches Bild, das sind, wie ich finde, in vielen Fehlschlüssen gegründet ist oder in vielen unrealistischen Hoffnungen. Ich hege da mehr die Hoffnung, dass wir die Leute, die in Zukunft die Führungsriege dieses Landes stellen werden, zumindest erreichen können. Ein paar von ihnen. Ein Teil dieser Leute mit, von Anfang an mit Werten und Ansichten impfen, die es vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, als die Boomer ihre Sozialisation erlebt haben, ihre politische gar nicht gab. Das halte ich für wichtig. Und was das mit der White Pill angeht, also diese Beleidigung will ich natürlich nicht dafür sitzen lassen. Nein, das ist okay. Ich bin tatsächlich nicht so pessimistisch, aber ich denke, das liegt auch ein bisschen an der Ansicht der Dinge. Also ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt ein altes Bild von 1941 eines sowjetischen Politkommissars in der Schlacht. Das ist ein ganz bekanntes Bild aus dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht findest du es vielleicht noch, dann kannst du es mal anzeigen. Dieser Mann hat seine Truppen 1941 gegen die deutsche Armee in den Kampf geführt. Und 1941 war die deutsche Armee die mit Abstand stärkste Macht auf dem Planeten, die über tausende von Kilometer sowjetisches Land hinweggerollt sind, ohne scheinbar durch irgendetwas aufhaltbar zu sein. Und dieser Mann hat trotzdem wirklich im Akt der Todesverachtung die Pistole hochgerissen und seine Leute in den Krieg geführt. Der wurde eine Viertelstunde später von einem deutschen Panzer niedergestreckt. Jetzt ist die Frage, die wir heute auf dieses Foto blicken und wir es betrachten, sehen wir diesen Mann als gescheitert an? Genau, das ist das, was ich meine. Sehen wir diesen Mann als gescheitert an oder sehen wir diesen Mann als Repräsentant eines ewigen Weltgeistes, eines mutigen Weltgeistes, dem es nachzueifern gilt und dessen Sieg vielleicht erst im Verlauf der Jahrhunderte oder Jahrtausende sich herausstellen wird. Und deswegen gebe ich dem Pessimismus nicht so schnell nach. Mhm. Ist ein schönes Bild. Ich verstehe auch, glaube ich, was du meinst. Du bist wahrscheinlich bist kein Tanky, sondern siehst genau diese auch Notwendigkeit, dass Opfer gebracht werden und dass, bevor sich eine Sache durchsetzt, halt, ich meine, wie viele Leute sind jetzt ganz wertfrei, ja, vor der Französischen Revolution gestorben, verbrannt worden, ja, also vor großen Wänden, denen gehen halt immer viele Leute zuvor, die eine Idee, einen Boden pflügen und vorbereiten und dafür vielleicht noch nicht erfolgreich sind, ja. Maßstab kleiner, vor der Tahrir-Platz-Besetzung im arabischen Frühling gab es, das wissen weniger, ich habe mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, 20 Platzbesetzungsversuche, die alle gescheitert sind, ja. Also das ist natürlich interessant, das also gibt natürlich auch Hoffnung.
Was ich persönlich wichtig finde, noch bezüglich des Boomer-Begriffs, ich bin mit ein bisschen unglücklich, weil also immer hin und her geschwankt wird, ob es eine Generation, eine Stilfrage ist und eine Geisteshaltung. Wenn es jetzt sowas wie liberal-konservativ oder apolitisch bis 2015 bedeutet, dann gibt es auch sehr viele junge Leute, die das so sehen. Ich kenne auch sehr viele ältere Leute, jetzt Leute wie Götz Kubitscher, Jürgen Elsässer, die ganz anders denken. Also ein bisschen schwierig, der Begriff. Aber es ist eine ästhetische Frage, denke ich, die statistisch vor allem in der älteren Generation auftritt, sagen wir es so. Es ist halt auch so eine Philosophie, unser Lebensgefühl halt, ne? Dieses, es gibt ja diese ganzen Boomer und Zoomer und Duma und so weiter Playlists, die fassen eigentlich das Gefühl von denen ganz gut zusammen. Also so eine gewisse ungebremste Lebensfreude. Ich habe das Standard, oder eins der Standard-Boomer-Memes ist ja so ein Typ, der freudig irgendwas grillt mit seiner Halbglatze da. Das ist halt so dieses Lebensgefühl davon. So die Millennials, die sind, glaube ich, eher so ein bisschen so Emo-mäßiger drauf, eher so ein bisschen in die Richtung. Die Zoomer, was ich auch interessant finde, die sind eigentlich straight up nihilistisch. Also diese, also auch nicht nihilistisch im Sinne von der, keine Ahnung, depressive Nihilist, der unbedingt will, dass alle anderen Nihilisten sind, sondern einfach straight up nihilistisch. Also denen ist alles scheißegal. Das ist eigentlich auch eine Geisteshaltung, die ganz interessant ist für Leute wie uns, weil das ist quasi Boden, der ziemlich unvoreingenommen ist, der sich auch nicht moralisch dermaßen viel sagen lässt und deswegen fruchtbar sein kann. Ist so, das ist ganz interessant, weil diese Leute, aber das Problem ist halt der Zynismus, ja, das merkt man auch so richtig, ja, und ich merke das ganz stark, weil ich bin ja politisiert worden, ich bin ja mittlerweile, ich bin ein Millennial, ich bin 1989 geboren, also älter als ihr beide, zusammen wahrscheinlich sogar schon, ja, und so in den politischen Phasen, die ich so erlebt habe, da war noch unironisch ganz viel möglich, was heute nur mehr radikalster Cringe wäre, um schon in der Sprache zu bleiben, ja, und auch die jungen Leute, die ich so heute sehe, ich bin ja immer konfrontiert mit der Jugend, ja, freue mich auch, wir haben im Video sehr viele gute junge Aktivisten dazu gewonnen, die sind komplett zynisch, ja, das ist 1020, alles ist ironisch gemeint, dreifach, ja, also extrem krass, wie zynisch alles geworden ist eigentlich, ja. Ich denke, man sollte sich dem Zynismus auch ein bisschen widersetzen. Also man hat mich ständig nach meiner Meinung zu Nick Fuentes gefragt und ich konnte nie was sagen. Ich habe jetzt mal ein bisschen bei Nick Fuentes reingesehen. Also ich weiß nicht, wie dieser Mann sich entwickeln wird. Er hat so ein bisschen ein Showmaster-Gen in sich und ich weiß nicht, ob ihm das noch auf vor die Füße fallen wird. Und ich bin auch nicht mit all seinen Ansichten, gehe ich d'accord. Aber was ich zum Beispiel einen relativ positiven Wechsel finde von den Wertvorstellungen der Alt-Right zu den Wertvorstellungen eines Nick Fuentes und seiner Anhänger ist, dass dieser, ja, der bittere Zynismus in vielen Anhängern sich ein bisschen abgeschwächt hat dadurch, dass jetzt mehr konkret kulturelle Vorstellungen in den Mittelpunkt rücken, die nicht nur zum Beispiel auf Rassenrealismus basieren. Also Nick Fuentes ist, glaube ich, katholischer Traditionalist, das kann man so sagen. Das wäre jetzt nicht Latino, College Conservative. Ja, Paleo Conservative. Also das wäre jetzt nicht gerade mein exact flavor of politics, um im Amerikanischen zu bleiben. Aber ich denke, der Shift, auch eine starke kulturelle Komponente mit reinzunehmen und vielleicht darauf sein Movement aufzubauen, das ist nicht nur ein guter Schild gegen Zynismus. Ich denke, das ist auch, wie Martin Lichtmes es vielleicht sagen würde, das Einzige, was uns retten kann, nämlich ein Gott oder eine kulturelle Vorstellungen, die göttlicher Verehrung oder der Hochverehrung von Werten am nächsten kommt, die wichtig ist. Ich glaube aber nicht, dass die Leute wieder zu Christen machen kannst. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Nein, aber ich denke, man kann sie vielleicht zu werttragenden Menschen machen. Was sehr interessant ist, wenn man sich das anschauen möchte, wie das wirklich versucht wurde, ich habe mich unlängst sehr intensiv damit beschäftigt mit der japanischen Geschichte, insbesondere dem Versuch, den Shinto-Kult, ja, zu einem Staatskult aufzubauen, ja, in der Meiji-Ära. Das kann ich jedem nur empfehlen, dass sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Also absolut interessanter Aspekt, nämlich genau diese Frage, ja, also braucht es irgendwie einen bestimmten Glauben, braucht es einen gemeinsamen Ethos, ja, das hat ja auch Michel Houellebecq in seinem Buch perfekt dargestellt, wie er sagt, Europa hat halt dieser hereinbrechenden, vitalen Kraft, ja, des Islams, die einfach zu 100% an das glaubt und deshalb noch zu Opfern bereit ist, und zwar nicht nur, jetzt meine ich Terroranschläge, sondern auch zum Opfer zum Beispiel eine Familie zu haben und 8 Kinder zu haben, ist auch ein Opfer in der liberalen Gesellschaft, kaum etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, Shlomo, hast du auch mal Gedanken gemacht über das Thema, auch in einigen interessanten Videos.
Ich glaube, ich habe dir mal ein Skript geschickt, aber das Video nie gemacht dazu. Eigentlich sollte ich das Video mal machen. Das spielt eigentlich auch in das rein. Einen Eindruck hinterlassen, das Skript bei mir. Das freut mich. Ich weiß ja eigentlich, ob das massentauglich ist. Also ob das wirklich, keine Ahnung, ob es eine Gesellschaft geben könnte, die auf der Philosophie oder auf allgemein den Gedankengängen aufgebaut ist. Ich versuche ja immer irgendwie alles evolutionär zu betrachten. Darunter auch Religion. Ich betrachte eine Religion als eine evolutionäre Strategie, die genau den evolutionären Drücken ausgesetzt war, denen auch biologische Lebensformen ausgesetzt waren, etc., die halt Regeln vorgibt und ein gewisses Dogma vorgibt, das eigentlich am Ende dienlich ist, um eine Population aufrechtzuerhalten und sich weiter fortzupflanzen. Da gibt es dann verschiedene Strategien. Das Christentum ist eher auf Abschottung bedacht, während der Islam mehr als auf Ausbreitung bedacht ist. Es gibt Regeln für alles, was evolutionär relevant ist, sowohl Sachen, die du essen darfst und nicht essen darfst. Einfach, ich meine, bei Schweinefleisch war der Grund damals, dass es schnell verderblich war, dass man sich Krankheiten damit einfangen konnte. Bei den ganzen Regeln, die Sex betreffen, war der Grund, dass man sich Sexualkrankheiten einfangen konnte und dass das sozial Gefüge geschwächt wird davon, etc. Bei den vielen Geburten natürlich im Islam ist der Grund einfach nur Ausbreitung. Ich betrachte alles eigentlich durch eine evolutionäre Linse. Ich versuche evolutionäre Psychologie reinzubringen, wenn es um Themen wie Feminismus geht, um Themen wie Geschlechterrollen etc. und so zu erklären, warum gewisse Sachen dienlich sind für die meisten Leute, warum die meisten Leute sich auch wohler fühlen in eher traditionelleren Geschlechterrollen und so weiter. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das massentauglich ist. Ich weiß nicht, ob du was dem normalen Typen auf der Straße vermitteln kannst. Ja, ich denke einfach, dass es zwar wahr ist, so zu denken, ich denke ebenso, dass es schwer wird, irgendjemanden in eine Versammlung zu bekommen, indem man sich Evolution und das Spaghetti-Monster auf die Fahne malt. Das zieht die Leute halt nicht mit. Ich denke, man kann ja den evolutionären Wert von Religion und den damit verbundenen Werten besprechen. Das heißt aber nicht, dass man den Wert an sich aufgeben muss. Und selbst da gibt es ja auch verschiedene Strategien. Also es gibt ja auch zum Beispiel nicht ausbreitungsorientierte Religionen wie das Judentum, die kaum missioniert haben. Deren Stärke, große Stärke, war dann eher die starke innere Verbindung. Oder also weniger das Proselytizing durch die ganze Welt hindurch, aber dafür eine über die Jahrhunderte andauernde, starke zum Beispiel mündliche Tradition ihrer Kultur. Ein allgemeines hohes Vertrautsein mit den religiösen Inhalten. Also es ist ja nicht nur, als ob es eine einzige Stärke gäbe und damit ist es dann gewesen. Es ist schwierig abzusehen, welche Strategie sich am Ende und auf langen Zeitskalen durchsetzen wird. Deswegen, Auch wenn du das Judentum schon erwähnst, muss man immer wieder vor einer eigentlich identitären Leistung fast erschauern, wie die das fertiggebracht haben, in Israel eine komplett tote Sprache, so wie bei uns das Lateinische, dass nur von ein paar Schriftgelehrten gesprochen wurde, das Hebräische einfach zur Amtssprache zu machen, den Kindern beizubringen, die das ihren Eltern beigebracht haben, und heute spricht das quasi ein ganzes Land. Das ist auch ziemlich krass, ja, dass wir das geschafft haben. Aber ich glaube halt, eine Religion funktioniert nur, wenn sie nicht funktionalistisch aufgefasst wird. Und das ist ein bisschen der Teufelskreis, auch der Versuch, jetzt in den europäischen Faschismen Religionen zu schaffen. So einen Staatskult mit Mussolini, einen Itako-römischen oder in Deutschland so einen Führer- und Blutskult, ja, so einen ariosophischen. Wenn man sagt, okay, wir machen das jetzt, weil die Religion eine biologisch notwendige Funktion für das Leben ist, ja. Wie Nietzsche mal gesagt hat, die Wahrheit ist glaube ich, eine notwendige Lüge, eine biologisch notwendige Lüge. Ja. Wenn du das halt so setzt, ja, dann glaubst du selber nicht wirklich daran. Und all diese ganzen faschistischen Religionen, so Politreligionen, haben sie halt überhaupt nicht gehalten. Ja. Die sind halt durch ihre militärische Niederlage komplett widerlegt geworden. Kein Mensch hat da geglaubt, wenn man sich angeschaut hat, wie die überzeugte Nationalsozialisten noch während des NS waren, dass mit dessen militärischen Zusammenbruch das alles komplett verschwinden wird. Die haben alle geglaubt, die Amerikaner, da wird es dann tausende Untergrundzellen geben und die werden halt diesen Führerkult und das komplett weitertragen, ja. Aber es war halt dann komplett weg, weil es eben keine Transzendenz hatte und keine wirklich sakrale Dimension. Es war halt auch noch sehr, sehr jung. Ne? Es hätte, glaube ich, anders ausgehen können, wenn, keine Ahnung, das 1000 oder 200 Jahre auch nur alt gewesen war. Ich meine, die meisten der Leute, die diesem Glauben anhingen damals, waren ja schon geboren worden, bevor der überhaupt existiert hat. Waren quasi erst als Erwachsene oder als Jugendliche da reingekommen in dieses gesamte Denkmuster. Und insofern war es auch noch ganz gut, aus ihnen rauszukriegen. Wäre eine andere Frage, wenn das schon älter gewesen wäre, wie die meisten Religionen. Ja, obwohl, da muss ich dann auch wieder zu bedenken geben, vor allem der Nationalsozialismus hatte immer, oder auch die verwandten Faschismen hatten immer, denke ich, eine sehr starke Fokussierung zum Beispiel auf den Kampf als Wert. Das
Problem, und da muss ich nur mal Umberto Eco recht geben, das Problem war, wenn man den Kampf so zentral stellt und nicht als einen Wert neben anderen ist, dass man ihn entweder führen muss, bis man gewonnen hat und dann vor ein großes Problem gestellt wird, oder dass man den Kampf verliert. Es ist nicht zu empfehlen, seine ganze Ideologie ausschließlich auf Kampf aufzubauen oder das als den allerhöchsten Wert, den unwidersprochenen und unangetasteten Wert formuliert, denn dann läuft man relativ schnell in die Begrenztheit seiner eigenen Weltsicht hinein. Also, um das, was Martin da angedeutet hat, ich denke, das ist eigentlich das Hauptproblem der Moderne. Das ist das, womit sich Nietzsche hauptsächlich beschäftigt hat. Die Frage, wie man trotz seines Wissens und trotz seines Weltverständnisses das finden kann, was die Religion, was mit dem Verschwinden der Religion aus dem Leben genommen wurde. Darum geht es. Die naturalistische Wende zu schaffen, ohne sich der kompletten Wertegeneration dem Nihilismus hinzugeben. Vor allem, wenn dazu dann auch noch irgendwelche konkreteren Vorstellungen davon hat, wie es wirklich aussehen sollte. Zum Beispiel, ich will eigentlich in einer sehr freiheitlichen Gesellschaft leben und so weiter. Es scheint nur schwierig, das wirklich dauerhaft zu verpacken, dass es wirklich funktioniert und Bestand hat. Ich meine, die Experimente, die wir gerade momentan sehen, die sind furchtbar ausgegangen, ne? Oder sind gerade im Begriff, furchtbar auszugehen. Wie packt man das in eine Ideologie, die Jahrhunderte überdauern kann? Ich habe keine fucking Ahnung. Ich finde Begriffe, das ist auch vielleicht ein gutes Stichwort, ja, also religionsphilosophisch, glaube ich, haben wir schon einiges ausgelotet, nämlich freiheitliche Gesellschaft und Freiheit, ja. Also ich finde es auch sehr interessant, es gibt da so eine Dialektik hier auch, ja, aber grundsätzlich, damit ich meine Freiheit ausleben kann, zum Beispiel in einer Gesellschaft, muss die Gesellschaft ja auch ein gewisses Grad an Sicherheit, Geschlossenheit haben, ja. Also zum Beispiel, wenn ich so persönliche Bewegungsfreiheit habe, aber ich befinde mich in der Bronx, ja, oder irgendwo in Chicago, ja, dann bringt mir die relativ wenig, weil ich nicht wirklich eine Gesellschaft habe, in der ich diese Freiheit wirklich ausleben kann oder möchte, ja. Und so die Freiheit, die ich zum Beispiel habe in so einem anarchischen, afrikanischen Failed State, ist natürlich auch viel größer als in Deutschland. Ich kann da bauen, was ich will, da gibt es keine Baupolizei, ich kann auf der Straße grillen, ja, ich kann ohne Helm Motorrad fahren und so, ja. Aber ich kann mit dieser Freiheit dann wenig anfangen, ja. Und das ist so ein Unterschied zwischen einer rein jetzt positiven Freiheit, ja, oder einer rein negativen Freiheit. Also die Freiheit von Begrenzungen bedeutet nicht unbedingt die Freiheit, dass du etwas tun, machen kannst, weil dazu brauchst du eine bestimmte Umgebung. Und das finde ich, glaube ich, ist auch so ein Ding, wo sehr viele Libertäre halt dann auch in der letzten Zeit durch die Massenmigration gemerkt haben, okay, die Voraussetzung und die Bedingung der Möglichkeit ihrer persönlichen Freiheit ist natürlich eine gewisse sichere, homogene Gesellschaft mit gewissen Selbstverständlichkeiten, gewissen mutualen Vertrauenskonstruktionen, wo dann der andere sich so verhält, wie man es erwartet. Das sehe ich absolut auch so. Also für mich könnte eine freiheitliche Gesellschaft niemals außerhalb von ernst genommenen und beschützten Grenzen existieren. Und man müsste, ich denke, innerlich müsste man gar nicht mit wirklich harter Hand durchgreifen, auf jeden Fall nicht auf kurze Zeit, solange halt, wie du angesprochen hast, eine gewisse Homogenität herrscht, eine gewisse vor allem kulturelle Homogenität, aber ich denke auch ethnische ist nicht komplett zu vernachlässigen, was das angeht. Das sehe ich absolut auch so. Man muss auf jeden Fall da Kompromisse machen, aber ich denke, auf kurze Zeit könnte eine Gesellschaft, die auf solchen Prinzipien basiert, wahrscheinlich funktionieren. Die Frage ist dann nur, was hält sie auf Dauer über die Jahrhunderte wirklich kulturell zusammen? Da hat man, wie gesagt, bisher noch überhaupt keine Antwort drauf gefunden. Wir hatten die Religionen sind weg, jetzt experimentieren wir irgendwie so ein bisschen rum. Es ist ein bisschen, wenn du Windows von deinem Computer geschmissen hast und dir dann sagst, ja, jetzt programmiere ich mir selbst irgendwas, und es funktioniert eher so semi bisher. Wir haben aber zwei Beispiele. Also ich bringe immer Israel und Japan, weil ich meine, die osteuropäischen Länder sind schlechte Beispiele, weil die, da will keiner einwandern, ja, weil die einfach, da wollen die Leute nur durchwandern, dass sie ins Mekka Berlin kommen, ja. Aber nach Israel und Japan würden sehr, sehr viele Leute einwandern wollen, weil es moderne westliche Industrienationen sind mit einem hohen Rule of Law, geringen Transaktionskosten, hoher Sicherheit etc. Ja. Aber die haben sich halt quasi entschieden, aufgrund von kulturellen, identitären Fragen ihre ethnokulturelle, demografische Struktur so zu behalten und deshalb eine restriktive Migrationspolitik haben, was wieder andere Probleme bringt, Überalterung etc. Also de facto, und die haben jetzt auch den Nihilismus nicht gelöst, die haben genau solche jetzt Fragen von Hikikomori, Dekadenz, dieselben gesellschaftlichen Debatten, gesellschaftspolitischen Fragen, aber sie haben quasi gesagt, nee, hier schieben wir einfach so einen Riegel vor. Würde mich interessieren, Schattenmacher, wie du diese beiden anderen liberal-kapitalistischen modernen Nationen beurteilst in ihrem Ja, also ich denke davon, wenn wir Israel und Japan betrachten, tatsächlich sehr interessante Beispiele, da würde ich sagen,
dass Israel tatsächlich der einzige Staat von beiden ist, der eine proaktive, identitätsformende Haltung diesbezüglich eingenommen hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei den Japanern funktioniert diese Blockade gegen die Einwanderungspolitik erstens aus dem rein praktikablen Grund, dass das eine Inselreich ist, dass die seit tausenden von Jahren historisch keine Einwanderungstendenzen in diesen Ausmaßen hatten, dass das einfach eine kulturelle Trägheit ist. Also ich vermute eher, dass die Japaner, also das mit dem Fortschreiten der Historie, die Japaner eher noch zu unvernünftigen Entscheidungen dort diesbezüglich gebracht werden könnten als die Israelis, weil die tatsächlich, so erscheint es mir, zumindest der konservative Arm der israelischen Gesellschaft, ein echtes Interesse daran hat, einen harten, ethnokulturellen jüdischen Staat durchzusetzen und dafür zu streiten. Und also ich lese gerade wirklich ein paar interessante Bücher. Allein, was man von den Geburtenraten über die Zukunft Israels ablesen kann, ist interessant, oder? Aber die Zukunft des weltweiten Judentums, denn die eher liberalen Juden, die atheistischen, agnostischen, nur, sag mal, ethnisch identifizierbaren Juden, die bekommen genauso wenig Kinder wie die umliegende Gesellschaft. Aber wenn wir uns die Hasidim in New York ansehen oder die Ultrakonservativen in Israel, die bekommen deutlich mehr Kinder im Durchschnitt, als es die Liberalen tun. Und so vermute ich, dass sich dieser Trend weiter verschärfen wird. Und ich würde mal sogar prophezeien, das ist jetzt Spekulation, aber ich prophezeie, mit dem Fortschreiten des ethnografischen Wandels im Verlaufe des 21. Jahrhunderts werden die, wenn kein Katastrophe und kein Krieg dazwischen kommt, werden die konservativen und ultrakonservativen Juden in Israel irgendwann eine so große Macht stehen, dass sie den dritten Tempel bauen werden. Und dann wird es tatsächlich interessant, denn dann könnten wir eine jüdische Theokratie sehen und den Sanhedrin wieder aufsteigen sehen. Also es ist eine illustre Spekulation, aber ich denke nicht völlig unbegründet. Also, ne? Und vielleicht noch eine Bemerkung, die ich dazu machen will. Die Juden scheinen es auch geschafft haben, selbst nicht explizit religiöse Menschen doch so weit zu bekommen, dass sie die Notwendigkeit und das erstrebenswerte Potenzial eines ethnokulturellen Zusammenhalts wenigstens akzeptieren, wenigstens bejahen. Also da gibt es, denke ich, in dieser Hinsicht durchaus etwas abzuschauen vom Staat Israel für die westliche Welt. Willst du was dazu sagen, Schlomo, oder? Hat das erstmal nichts, ne? Ja, ne, ist auch sehr interessant, diese Aufteilung quasi, diese Arbeitsteilung, diese geburtentechnische in Israel, ja, dass eben genau diese Orthodoxen zum Teil auch nichts arbeiten müssen, sondern vom Staat bezahlt werden dafür, dass sie quasi nur in der Tora lesen, ganz verkürzt ausgedrückt sehr viele Kinder bekommen. Aber mir ist halt immer wichtig, eben zu beschreiben, ja, wir haben ein großes Problem, genau das, was vorher angesprochen wurde, das von Nihilismus und von Werten und von dieser Tünche an Hedonismus, die wir drüber gelegt haben. Aber theoretisch wäre es, ist mir persönlich auch wichtiger als an Migrationskritiker möglich, auch ohne dieser großen Frage nach dem Tod Gottes, den politischen Religionen, der Begründung der Werte etc., einfach zu sagen, nee, wir wollen einfach keinen Bevölkerungsaustausch haben. Und das bringt auch ich quasi zu dieser Eingangsfrage wieder zurück. Ja. Also die Beurteilung von Berlin, glaube ich, hatten wir auch schon kurz angesprochen. Ich habe so eine ganz eigene These, nämlich den Lucke-Effekt, den ich jetzt hier nicht vertiefen möchte. Aber die grundlegende Frage, seht ihr quasi eine Chance, dass ein deutscher Nationalstaat, eine deutsche nationale Identität, Demokratie, ein deutsches Volk, um diesen Begriff in die Arena zu werfen, in diesem Jahrhundert, im 21. Jahrhundert erhalten bleiben kann? Oder wird es im Jahr, also im 22. Jahrhundert, ja, das Ganze nicht mehr geben? Und das Ganze quasi so etwas sein wie die Parther oder die Karthager oder sowas in der Richtung? Es gab ja neulich irgendeinen Tweet, wo irgendeine offizielle Stelle das deutsche Volk in Anführungszeichen gesetzt hatte. Ne? Da gab es dann schöne Memes von, wie das Bundestagsgebäude irgendwo, wo steht immer das deutsche, dem deutschen Volke? Genau. Ja, genau. Ja, wo steht das nochmal? Genau. Ja, wo das dann, genau, wo das dann in Anführungszeichen noch eingraviert wurde. ich
habe relativ wenig Hoffnung für Deutschland, einfach von den Zahlen her. Ich denke, also wir reden ja jetzt schon über das Migrantenwahlrecht. Ich denke, darüber werden wir in einigen Jahren noch wesentlich lauter reden. Wir reden jetzt schon darüber, Leute ab 16 wählen zu lassen. Und ich denke, das wird sogar wahrscheinlich recht bald in die Tat umgesetzt werden. Und die werden eher links und grün wählen als, naja, AfD. Ich sehe das nicht mehr wirklich umkippen, was Deutschland angeht. Was Österreich angeht, kann ich schlechter beurteilen. Ihr hattet ja schon mal den Fall, dass quasi eure AfD an der Macht, also mit an der Macht war mit eurer CDU. Auch das war dann ja nur von kurzer Dauer. Da gab es dann ja wieder Bemühungen, erfolgreiche Bemühungen, das Ganze komplett zu sprengen. Und das hat dann auch geklappt. Wahrscheinlich würden wir hier auch Ähnliches sehen bei uns, wenn wir jemals schaffen würden, die AfD in irgendeiner Koalition an die Macht zu bringen. Ich bin da sehr, sehr blackpilled. Also ich sehe es nicht kommen, dass wir es noch irgendwie umdrehen. Also ich hätte da mal eine Idee zu. Ich denke, wir sollten das deutsche Volk in gewisser Maße ein bisschen aufgeben. Aber nicht dazu, dass wir es jetzt nicht im Antifa-Sinne. Ich meine damit, wenn die Griechen sich heute auf das griechische Volk beziehen, dann müssen wir uns doch ernsthaft fragen, was haben denn die Griechen heute mit ihrer Kultur noch zu tun mit den Griechen der Antike? Also besteht da tatsächlich noch, also das ist ethnisch und kulturell und in vielerlei Hinsicht sehr fragwürdig, wie groß dort die Kontinuität noch ist und wie viel Sinn es noch macht, sich auf die Hochleistungen der Vorgänger von 2000 Jahren Geschichte zu berufen. Was ich, denke ich, für unerlässlich halte, ist, dass man einen positiven Narrativ in die Zukunft entwirft. Also ich möchte jetzt durchaus mal den radikalen Vorschlag unterbreiten, dass man einfach sagt, also es gibt einen schönen Spruch von Nietzsche, der heißt, es gibt keine reinen Rassen, es gibt nur rein gewordene Rassen. Das heißt, der Prozess der Volksbildung, der ist nicht abgeschlossen. Es gibt, der ist formbar und der ist vor allem noch für die Zukunft formbar. Ich denke, anstatt ständig darüber zu jammern, dass das deutsche Volk verloren geht, könnten wir ja den roten Strich sagen und uns damit abfinden, das alte Preußen ist tot. Mein Großvater stammt noch aus dem alten Preußen und ich kann euch garantieren, kein Mensch, den ich heute sehe, ist noch wie mein Großvater. Das alte Preußen ist Geschichte. Aber in die Zukunft blicken könnten wir doch zum Beispiel sagen, wir nehmen unser ganzes Wissen, wir nehmen das, was wir an Werten erhalten würden und wir formen jetzt ein Volk. Wir nehmen, was uns gegeben ist, wir scheiden ab, was wir nicht wollen und formen so das neue Land, das neue Volk. Wir könnten, und ich meine das sogar auf der biologischen Basis. Wir haben so viel Erkenntnisse mittlerweile über Genetik, über DNA, über Verteilungsfunktionen. Wir nehmen diese Erkenntnisse und wandeln sie in Politik um und schmieden damit ein Volk, das unseren Werten gerecht werden könnte. Ich denke, das ist ein faustischer Gedanke, ein prometischer Gedanke. Und das, was wir heute als sozusagen das Überbleibsel des alten deutschen Volkes auffassen würden, das könnte dann in dieser Idee aufgehen. Und ich denke, das wäre ein würdevoller Übergang, wenn es dann gelingt. Das Problem ist, wir sind ja komplett in der Defensive momentan. Wir wären ja, genau. Ja gerade eine. Also ich denke halt, dass wir auch niemals aus dieser Defensive rauskommen werden, wenn wir uns ständig an die Vergangenheit klammern und nach alter Größe rufen. Ich denke, es ist notwendig, eine radikal positive Idee für die Zukunft zu entwerfen. Und selbst wenn sie am Anfang noch so geringe Aussichten haben mag, ohne einen positiven, überzeugenden Zukunftsentwurf brauchen wir es gar nicht anfangen. Das Problem ist, keiner hat den, ne? Also, ja. Warte mal ab, ich arbeite dran. Da schreibt jemand an einem Buch, ja. Also ich habe kurz eingeblendet, der Bevölkerung, das ist ein Kunstprojekt im Deutschen Bundestag, ja, quasi als eine Antithese zum deutschen Volk, das ihnen wahrscheinlich auch schon im Herzen weh tut, wenn sie da drunten durchgehen. Was du hier präsentiert hast, ist also auch sehr Nietzsches Volk des Übermenschen, ja. Ich glaube, ich weiß, worauf du da hinaus willst. Und ich finde es auch, also ich möchte, in einem Punkt gebe ich dir völlig recht, ja, ein Volk ist etwas ständig Werdendes. Es gibt Ethnogenesen, die entstehen, ja. Es ist auch nicht so tragisch gewesen quasi in der Antike und in der ganzen traditionalistischen Vormoderne, wenn ein Volk untergegangen ist, weil sofort das nächste Volk entstanden ist. Ja? Und wenn in einer Landnahme, ja, kann man sich auch nicht vorstellen, dass der moderne Kolonialismus, der dann quasi die Kulturen ausgemerzt und in den McDonald's gebracht hat, sondern eine Kultur die andere ersetzt, aber immer nach einem gewissen traditionalistischen Wertemuster. Es gab eine Art interkulturelle Übersetzbarkeit ihrer Traditionen. Aber heute, was eben heute passiert, ist eine postnationale Welt, nämlich die Abschaffung aller Völker, soll heißen die Abschaffung des pluralistischen, agonalen, vielfältigen Prinzips einer Welt, in der verschiedene Wertetypen, verschiedene Charaktere
in Gemeinschaften miteinander in Austausch, aber auch in Konflikt treten. Also dieser große Sabbat, den Nietzsche beschreibt, ja, das große, die große Gleichheit, der letzte Mensch, wo am Ende alle gleich sind und klein sind und sich mit dem Kleinen zufrieden geben. Ja. Insofern ist es, würde ich sagen, eine Art nietzscheanischer Nationalismus, wie du ihn beschreibst. Ich glaube, aber in einem Punkt gebe ich dir auch recht, ich glaube eben nur, wenn man eine starke, tragende, gemeinsame, große Idee hat, ja, ist man auch in der Lage, eben auch zu leben als eine Gemeinschaft. Finde ich auch sehr interessant, wenn man Japan und Israel wieder vergleicht. Japan hat das nicht. Und Japan ist ein depressives Land, eher das ausstirbt. Israel hat das schon, nach wie vor. Ja. Eben dieser Zionismus, politischer Seite, der Judaismus auf religiöser Seite. Und Israel hat, im Unterschied zu Japan, was ich vorher falsch gesagt habe, eine relativ hohe Geburtenrate, dank genau dieser Bevölkerungsgruppe. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und ich glaube, das muss man auch im Live-Chat sagen, das ist nicht gedacht, dass er meint, man muss das Volk hinter sich lassen. Er meint, glaube ich, eher, dass eben als eine tragende Leitidee gibt, ein Leitideal, eine motivierende Zukunftsvision, um die herum sich dann erst eine Gemeinschaft auch bilden kann. Ja, ich möchte damit, genau, also ich möchte mit Deutschland hinter sich lassen, das meine ich nicht, natürlich nicht, wie die Antifa es meint. Ich möchte nur davor warnen, in dieselbe Starre zu verfallen, zum Beispiel, wenn ich mal wieder das erwähnen darf, wie die Römer kurz vor der Kaiserzeit, die sich ständig nach den Heldentaten vergangener Jahrhunderte sehnten und ständig versucht haben, den Geist alter Zeiten hochleben zu lassen, ohne zu erkennen, dass das eine völlig vergebene Liebesmüh war. Und die wenigen, die es erkannt hatten, die hatten glücklicherweise noch, oder das ist ja die große geschichtliche Gnade, die Kraft und die Durchsetzungsfähigkeit, ein neues System zu formen, den Kaiserstaat, der dann selbst wieder hunderte von Jahren überleben kann. Also ich denke, das ist wichtig. Und ich denke, ich halte es für wichtig, in gewissem Maße die Verluste, die wir haben, auch als Verluste anzuerkennen und die Unumkehrbarkeit gewisser Aspekte, die nun stattgefunden haben, wie zum Beispiel der Verlust des Geistes des alten Preußens. Also das ist durch. Und ich denke, das anzuerkennen ist kein Landesverrat, das ist eine Kontribution an die Realität. Und ja, ich denke, man verliert sich leichter in Pessimismus, wenn man sein Auge Tag ein, Tag aus nur darauf richtet, was verloren gegangen ist und nicht, was vielleicht einst entstehen könnte. Was mich darauf bezogen dann immer noch pessimistisch macht, ist, dass wir gerade halt die Muslime vor der Tür stehen haben, die jetzt schon dabei sind, langsam in vielen Bereichen ja jetzt schon die kulturelle Hegemonie zu übernehmen. Und die haben eine im funktionalen Sinne große Idee, deren Idee hat 1500 Jahre auf dem Buckel. Ich sehe uns nicht jetzt noch schnell irgendwas zusammenschustern, was dem Paroli bieten können wird. Das ist genau das Problem. Also ich glaube, das Problem ist auch, um nochmal auf Japan zurückzukommen, zum letzten Mal versprochen für heute, ich bin kein Weeb geworden, ja, aber die haben jetzt eine miese Phase Überalterung, aber wenn die Alten wegsterben, dann wird das ökonomisch sich einpendeln und da können sie, wenn auch die ganze Menschheit vielleicht dieses aus dieser jetzigen Phase von Liberalismus und Hedonismus rauskommt, ein neues Kapitel der japanischen Geschichte aufschlagen. Ja? Und wir sind auch gerade in einer Depri-Phase. Ja? Also die europäischen Völker liegen gerade zu Hause rum, bringen sich mal fertig, vor 11 Uhr aufzustehen, das Zähneputzen bereitet ihnen unfassbare Mühe. Ja? Also sie sind einfach Depri drauf, sie kriegen nichts hin. Ja? Und müssen sich quasi selber finden und brauchen vielleicht seine Zeit, sind schrumpfende, alte, müde Völker, ja? Und brauchen seine Zeit, um aus dieser Krise, aus diesem Fieberrausch des 20. Jahrhunderts mit all diesen krassen, verrückten Ideen und Völkermörden und Schlachten und Folterkellern und Leichenbergen wieder zu sich selber zu finden. Und genau in der Phase, wie Shlomo richtig sagt, auf einmal sind wir konfrontiert mit einer hyperidentitären, archaischen, tribalen Religion, die sich darum gar nicht schert und die beschützt von unserem selbstzerstörerischen Antirassismus, unserer Islamophilie und unserem suizidalen Selbstzerstörungswunsch eigentlich, ja, sich immer rascher ausbreiten, Macht aufbauen und vor allem demografisch gesehen mit einer echten demografischen Bombe bald unsere Demokratie in die Luft sprengen können, nämlich spätestens dann, wenn eben das Ausländerwahlrecht kommt, ja. Also ich möchte diese ganzen Faktoren ja nicht abstreiten, die sind ganz eindeutig so. Ich möchte nur auch die Chance darin sehen. Also es gibt in Israel 8 Billionen Juden und die sind umstellt von Feinden. Na gut, die haben durch auch durch politische Verkeilungen noch die Unterstützung der Vereinigten Staaten, aber es gibt 1 Milliarde weiße Menschen auf der Welt. Es gibt 500 Millionen Europäer. Es ist nicht so, als sei es schon Zeit, die für den Führerbunker und für die letzte Kugel vor den Kopf. Ja, Ich distanziere mich. Ja, ich möchte wirklich nicht dem
sag mal, den gerechtfertigten Faktenpessimismus mit wohlfeilen Schönreden abwehren. Aber die größten Zivilisationen sind aus Punkten entstanden. Also Rom und das antike Griechenland, das Karthago selbst, das sind Stadtstaaten gewesen, die sich über die ganze Welt ausgebreitet haben oder die große Teile der Welt beherrscht haben. Es ist möglich, aus so kleinem, mit der richtigen Idee, so viel zu schaffen. Also kurz bevor Mohammed auf die Weltbühne getreten ist, was hatte er schon? Ein paar arabische Stämme in einem Land, das niemanden interessiert hat. Und 200 Jahre später stand man an den Pyrenäen. Also es ist so viel möglich, oder es bieten sich häufig, die Realität zeigt häufig weniger Widerstand, als man erwartet hätte, wenn man mit einem dauerhaft auf dauerhaften Erfolg angelegten Gedanken und einem wollenden Positivismus an die Sache geht. Oder ich sag mal einem bejahenden Pessimismus. Das ist vielleicht das richtige Wort dafür. Ich glaube, die größte White Pill, die ich liefern könnte, ist eigentlich fast schon mit drin eine Black Pill, denn es ist einfach nur die Befriedigung, die man davon kriegen kann, wenn man sieht, wie die große Idee, die hier gerade verkauft wird bei uns, also an die autochthone Bevölkerung, der Kulturmarxismus, komplett gegen die Wand fahren wird. Das ist was wir in Befriedigung beobachten werden, denn diese Leute glauben, sie hätten die nächste große Philosophie erschaffen, die jetzt irgendwie die Jahrhunderte dominieren und die Welt erobern wird, und sie werden damit ziemlich hart auf die Realität prallen. Auch auf die Geister, die sie selber gerufen haben. Und das wird lustig anzusehen sein. Ja. Kanowski hat einmal gesagt, wir warten alle gespannt auf den Tag, wo die muslimischen Machos mit den Feministinnen zum Endkampf antreten werden. Und zum Teil sieht man es ja auch schon in Wien, wo dann die Antifa-Demo von den Erdogan-Fans verprügelt wird. Also es wird noch sehr lustige Szenen geben. Ich persönlich bin aber auch, ich habe jetzt nur Advocatus Diaboli gespielt, ich bin auch eher positiv gestimmt und nicht auch zuletzt aufgrund von Berlin, weil ich hier eine Art Protestmasse an Leuten sehe, die von meiner Meinung nach Proxy-Thema auf die Straße gehen, tatsächlich aber auch in ihrer Schnittmenge wahrscheinlich unseren migrationskritischen Thesen zumindest zustimmen würden. Weil jetzt im Grunde, und jetzt werden wir immer ein bisschen konkreter, der kommenden wirtschaftlichen krisenhaften Entwicklungen auch ausgelöst und verstärkt durch die Shutdowns, ja, genau diese Gruppe, nämlich der deutsche Mittelstand, die Arbeiterklasse, die Somewheres, die nicht wegziehen können, die unter Multikulti leiden, die getroffen werden, die das System am Leben halten durch ihre Arbeitskraft, maximal und massiv bluten werden. Und diesen Leuten, die jetzt wütend und zornig werden, bietet sich mit den Corona-Protesten ein Ventil, das nicht mit der Nazi-Keule niederzuschlagen ist. Ein klares Feindbild, wo sie nämlich die wirtschaftliche Misere auch glasklar in einer Verantwortung finden, nämlich in den Politikern, die den Shutdown gemacht haben. Und ich sehe da eine ganz große Möglichkeit, dass eine Protestmasse entsteht. Und das ist für mich so die Grundbedingung für alles, jetzt ist halt die Frage, ob es patriotische Kräfte schaffen, aus dieser großen, diffusen, amorphen Protestmasse auch eine starke Bewegung aufzubauen. Ob die dann es schafft, irgendwie die Politik in diesem Land zu ändern in Richtung einer sinnvollen Migrationspolitik, ja, oder ob diese Masse vielleicht irgendwann eine Sezession in einem neuen Projekt, einer neuen Idee, ein neues Preußen schafft, irgendwo zwischen Bautzen und Schnellroda, ja. Wer weiß, ja, alles möglich. Ich denke, was dazu zum Beispiel notwendig wäre, wären enge Netzwerke. Netzwerke von Leuten, die sich persönlich kennen, die sich persönlich unterstützen und die sogar bereit wären, persönlichen Opfer füreinander zu bringen. Das ist wichtig. Also Massenwirksamkeit in allen Ehren und in aller Notwendigkeit, aber die Keimzelle des Erfolgs ist auch Verlässlichkeit im engsten Rahmen. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr so einen kleinen Freundeskreis, eine Gang um euch herum, die dann so mit der so abhängt, oder seid ihr eher so Einsiedler-Existenzen? Ich glaube, ich bin von der Veranlagung auch eher Einzelgänger, aber ich habe meine kleine Gang. Also ich habe zumindest zwei Leute, die ich von der Schulzeit her noch kenne. Also mir geht das ähnlich, aber ich denke, also zum Beispiel, das ist jetzt ein kleiner Anfang, aber zum Beispiel das Gemeinschaftsprojekt, das wir neulich gemacht haben auf Feroz-Kanal, das ist da zumindest, da stehen ja auch Leute hinter, die sich auch hinter dem Video miteinander besprechen müssen und die leidlich gut miteinander auskommen, gut genug, um die Belastungen der Außenwelt etwas gegensetzen zu können. Und ich denke, dasselbe, also man sieht ja immer wieder ein paar Bilder über Twitter, wie du bei den Damen und Herren von Schnellroda zu Gast bist oder sonst irgendwas. Ich denke,
Das ist viel wert. Das Problem der Moderne, das hatten wir in einem anderen Stream schon mal, besteht darin, dass in dieser wahnsinnig ultra-atomisierten Gesellschaft die Keimzellen schwer zu finden sind, die wirklich belastbar sind. Und ich denke, da ist es wichtig, auch in persönlichen Kontakt zu treten, auch wenn es mir auch nicht leicht fällt. Einen kleinen Gefallen tun uns unsere Feinde da sogar auch. Und zwar eine gewisse Selektion, die sie für uns vornehmen. Mit dem Druck, der von außen kommt, brechen halt alle Leute, die nicht stabil sind, links und rechts weg. Und ich glaube, es sind nur noch wenige übrig, die wirklich noch, also ich glaube, die meisten, die wegbrechen werden, sind schon weggebrochen. Den Rest werden wir bald auch noch los. Insofern sind wir eigentlich schon mehr oder minder eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft von relativ stabilen Leuten, glaube ich. Voll. Im Druck bilden sich Diamanten, also bildet Banden. Reimt sich sogar leicht, ja. Und dank Patriot Peer, was in absehbarer Zeit rauskommen wird, wird das auch sehr bald jedem möglich sein, patriotische Peers in seiner Umgebung zu finden. Aber ich gebe euch völlig recht. Ankündigungs-Martin. Ja, bitte? Ankündigungs-Martin. Also ich habe. Das ist nicht das erste Mal, dass ich von Patriot Peer höre. Nee, wir sind dran. Es ist in Arbeit. Aber ich kann es auch nur sagen, also wir haben in Wien natürlich, wir gehen regelmäßig Boxen in der Woche, wir haben unseren Treffpunkt, unsere Lesekreise, gehen wandern, machen sowas in der Richtung. Und das ist natürlich auch ein sehr befreiendes Moment, wenn man so etwas hat. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn ihr so Freunde habt, schafft eine kleine Struktur, einen Rhythmus, macht Sachen gemeinsam, holt andere Leute dazu. Ja. Kann man auch sehr klein machen, das muss nicht gleich eine Massenbewegung werden oder eine Homepage oder eine Netzseite. Ja. Kann auch komplett anonym bleiben. Also das hilft schon mal sehr, wenn man sich auf dieser lokalen Ebene vernetzt. Aber ich glaube, wir fassen zusammen, jeder von uns hat noch eine gewisse Hoffnung, oder? Auch wenn sie sich anders artikuliert bei uns. Ich hätte es vor diesem Gespräch gar nicht gedacht. Ich hätte den Schattenmacher eigentlich noch Blackpilter eingeschätzt. Aber ich glaube, ich bin dann wirklich der pessimistischste von uns allen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, bei der Arbeit, die ich momentan mache, treibt mich am meisten an, diesen Leuten Unbehagen zu bereiten, für diese Leute ein Problem zu sein. Da ist die Hoffnung schon so weit geschwunden, dass ich eigentlich nur noch die vor möglichst große Probleme stellen will und dafür sorgen will, dass ich ein stetiges Ärgernis in ihrer Arbeit für sie bin. Insofern, bei mir geht's so. Ich denke, es könnte sich herauskristallisieren, dass kleinere Bereiche noch okay sein werden, auch in, keine Ahnung, 50 und 100 Jahren, dass man sich zurückziehen wird in, keine Ahnung, vielleicht nicht unbedingt ein Land, aber irgendwie in einzelne Gemeinschaften und Dörfer und so weiter, die ja noch nach was aussehen werden. Für im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr pessimistisch. Du Defätist. Nein, also ich... Umso ehrenhafter ist dein Widerstand, lieber Schlomo, ja. Weil du um der Sache willen machst, ja, oder zumindest um ihn nochmal in die Suppe zu spucken und in die Parade zu fahren. Ich kann auch nicht anders. Also ich bin halt, die haben mich mittlerweile dermaßen angepisst, dass ich emotional eigentlich keine andere Wahl mehr habe. Ist eigentlich auch schon alleine aus Eigennutz. Ich finde, der ehrenvollste Tod ist, von seinen Feinden in Stücke gerissen zu werden. Und solange das so ist, fällt es mir leichter. Das ist natürlich ein großes Wort, davon zu sprechen. Und ich weiß, dass das auch in gewissem Maße ungerechtfertigt ist, weil wir in absolut unheroischen Zeiten leben. Aber wenn ich es nur 10% glauben kann, oder wenn ich es 20% glauben kann, wenn ich es mir zu 20% vergewissern kann, dass das ein Ideal ist, wert dafür gelebt zu werden, dann gehe ich anders durch die Welt. Dann bereiten mir die Dinge nicht so viele Kopfschmerzen, wie sie es vielleicht getan hätten. Also, ich möchte ein Beispiel geben. Das habe ich auch schon in einem früheren Video gebracht. Ich arbeite, wie gesagt, gerade an einem großen Video über die mexikanischen Drogenkartelle. Da gab es einen Kriminalberichtsreporter, der hat 15 Jahre lang seinen Job gemacht als Kriminalberichterstatter in Culiacán in Sinaloa in Mexiko, in der Hauptstadt des Drogenhandels. Der wurde 2017 auf offener Straße erschossen. Er hat 15 Jahre diesen Job gemacht. Für ein mexikanisches Gehalt, das wohl nicht hoch gewesen sein kann. Und er hat es trotzdem gemacht, weil es einen inneren Antrieb im Menschen gibt. Es ist ein Antrieb, für das zu leben, was in einem selbst noch am hellsten glüht. Und denselben Antrieb verspüre ich auch. Und deswegen gebe ich mich nicht dem Pessimismus hin. Es ist... Ich denke wirklich, ich meine das ernst. Es gibt schlimmere Dinge, als zu sterben. Nämlich sich bewusst ein Leben zu führen, bewusst ein Leben im Falschen zu führen, um mal mit Adorno zu sprechen. Ich denke, das ist in den langen Zeiträumen viel schlimmer, als
etwas zu riskieren. Also eines Tages auf sein Leben zurückblicken zu müssen und sich bewusst zu sein, es vertan zu haben und die Zeit verschlafen zu haben, die man hätte nutzen können und hätte nutzen müssen. Das ist ein Moment, den ich ebenso sehr fürchte wie körperlichen Schmerz, weil das ist, ich möchte nicht eines Tages dort stehen und sagen, deine beste Zeit hast du verschenkt. Das fände ich eine große Verschwendung. Und wie gesagt, ich betrachte die Auseinandersetzung mit Gegnern und das, was ich hier mache, nicht als Zeitverschwendung. Und solange das so ist, ja. Gottfried Benn sagt, um Heistern schweigen und walten, wissend, dass sie zerfällt, dennoch die Schwerter halten vor die Stunde der Welt. Was du, glaube ich, in einem heroischen Nihilismus schön ausgedrückt hast. Ich stimme dem auch zu, ich sehe das auch ähnlich. Es geht letztlich, und ich glaube, es ist eine Art Charakterfrage. Ja. Solzhenitsyn hat einmal gesagt, einfach nicht mit der Lüge leben. Also ich könnte es sich ertragen, mit dieser Lüge zu leben und sie durch Tun oder Unterlassen, was die meisten machen, auch mit zu befördern. Aber ich habe auch eine gewisse Hoffnung. Meine Hoffnung liegt nämlich nicht in einer riesigen, gigantischen, großen Wende, sondern in einem, ich habe so einen strategischen Pessimismus, in einer Machbarkeit. Ja, also die letzten Wochen bin ich jede Woche ein, zweimal unterwegs, machen Bürgertreffpunkte, die O5-Zonen, ja, und überall, wo wir hinfahren, vernetzen wir Leute, kommen neue Leute dazu, bauen wir einen kleinen Bürgertreffpunkt auf. Das sind so nur kleine Schritte, aber im Großen und Ganzen erzeugt es für unseren Gegner eine unerträgliche Präsenz. Und mein persönliches Ziel ist es, dieses verlogene und heuchlerische, totalitäre Konglomerat, das sich Demokraten mit einer Demokratiesimulation tarnt, zu nötigen, sich als totalitär zu entlarven oder uns in den Diskurs aufzunehmen und zuzulassen. Und das geht nur durch eine friedliche, klare, bestimmte, artikulierte, aber auch provokativ anschlussfähige Präsenz. Und die aufzubauen, die muss man gar nicht so groß aufbauen. Ich glaube, dass bereits 5.000, 10.000 Leute, die gegen den Bevölkerungsaustausch demonstrieren, in Berlin oder in Wien, für diese Leute komplett unerträglich wären. Und diese Leute gibt es, die sind da, die wären auch bereit zu kommen, man muss sie nur organisieren. Und das ist, was mich auch immer wieder motiviert, das Bewusstsein um das Potenzial, das eigentlich da ist, die Einfachheit, mit der man diese Leute triggern kann und zu Überreaktionen treiben kann. Kurz gesagt, ich möchte, wie Thoreau gesagt hat, entweder meine Meinung sagen oder dafür ins Gefängnis gehen. Ja, also ich will haben, dass mich in den Knast stecken, aber nicht für irgendeinen Blödsinn, sondern für genau das, was ich jetzt gerade mache. Oder ich will das so weit, so lange und so stark weitermachen, bis ihre antidemokratische Zensur sich zusammengebrochen ist. Das motiviert mich, weil ich ja weiß, dass es funktionieren würde. Und je mehr Leute das auch machen würden, je mehr Leute genau wie ihr das zu ihrem primären Lebensziel und Lebensinhalt machen würde, Dissident sein als YouTuber, als ein Aktivist oder so, desto stärker würde unser Ausstoß und desto größer würde der Zwang für diese Leute, sich als totalitär zu entlarven oder Meinungsfreiheit zu geben. Mhm. Ja, ich denke einfach, ja, man braucht einen langen Atem. Man muss das lange durchhalten, lange, lange, lange. Und dann irgendwann hat man vielleicht damit Erfolg, vielleicht auch nicht, aber unser Ziel muss, also erstmal darf unser Ziel muss auch nicht so sehr die Masse sein. Nikolai Alexander hat das in seinem letzten Video eigentlich auch ganz gut in kritische Worte verpackt, dass wir die Leute erst einmal, die sich hier neu bewerben um die Meinungsmacher-Szene, erst einmal kommen lassen, erst einmal selbst durch sozusagen das Stahlgewitter der Kritik und der Anfeindung und all das gehen lassen und daraus gestärkt oder wenn sie sich da drin bewährt haben, dann weiß man auch, mit was für einem Typus Mensch man es zu tun hat. Dann ist das eine ganz andere. Also du brauchst Avantgarde und Masse, du brauchst Elite und Masse. Das sind ja so zwei Dinge und du brauchst immer beides und beides hat Vor- und Nachteile, beides hat Gefahren, Schlagseiten. Die Elite kann in Purity, Spiral aus dem Elfenbeinturm verkommen, die Masse kann in Opportunismus, Anpassertum oder Boomertum, wie es heute bezeichnet wird, quasi vergären, ja, aber ich glaube, man braucht beides. Aber bevor es jetzt so strategisch-theoretisch wird, vielleicht eine andere Frage, die auch ein bisschen dann ins, nicht von euch bierernst beantwortet werden muss. Wenn es komplett, ihr habt es eigentlich schon beantwortet, ihr würdet weitermachen, ja, aber wenn es Deutschland komplett alles zusammenbrechen würde, es gäbe gar keine Chance und wäre alles am Ende, was würdet ihr dann aus eurem Leben machen? Nein, also. Ernsthaft. Also, Strom, hast du gesagt, humanitäre Hilfe in Beirut. Danke, Schattenmacher. Ich mute dich jetzt. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, gute Frage. Also ich habe auf Dauer ja eh vor, aus Deutschland wegzugehen. Mir hat der Schattenmacher neulich Argentinien nahegelegt. Da gibt es de facto auch sehr schöne Ecken, auch Ecken, die klimatisch mehr sind wie hier, weil mich wird ein bisschen das Klima stören in Südamerika ansonsten. Für die Arbeit, die ich hier mache, ist ja auch gar nicht notwendig, da ich physisch hier anwesend bin. Ich kann das ja theoretisch von überall machen. Das heißt, ich müsste damit mir an Effektivität gar nichts unbedingt nehmen. Ich wäre dann wahrscheinlich eher auf der Fluchtschiene mit diesem Kram und würde halt versuchen, weiterhin übers Internet, so gut es geht, Widerstand zu leisten. Aufhören damit werde ich, glaube ich, nie. Also da wird es, glaube ich, keine Grenze geben. Ja gut, Sie können natürlich irgendwie, ach, irgendwie kommt man immer noch durch. Irgendeine neue Plattform wird sich immer bilden. Irgendwie kann man immer noch eine neue Homepage, einen neuen Provider oder irgendwas da machen. Irgendwie wird das schon immer möglich sein. Und ich glaube, teilweise ist man dann auch weniger nihilistisch, auf jeden Fall in meinem Fall, dass man sich selber meistens eingestehen will. Häufig sprechen die Taten dann irgendwie andere Worte, als deine Worte es tun. Ich glaube, für mich ist es auch noch ein wichtiger Aspekt, irgendwann, keine Ahnung, wenn dann alles zerfallen ist und wenn alles zu scheiße geworden ist, noch irgendwie sagen zu können, ja gut, an mir hat es nicht gelegen. Ich habe zumindest noch irgendwie versucht, was dagegen zu machen. Ich war nicht die Sorte Mensch, die das Ganze entweder durch aktives Mitwirken oder durch Wegschauen hat laufen lassen oder dazu hat kommen lassen. Mach du das erst, Martin. Ja, bei mir ist es so, ich mache dich auch weiter. Klar, haben wir schon gesagt, so letzter Wächter vor Troja, der noch die Schwerter halten, mit würde Schiffbruch begehen, etc. pp. Die ganzen konservativ-revolutionären Truppen. Aber für mich wäre so der Punkt, wenn ich überhaupt nichts mehr Effektives machen könnte. Ja, das wäre so ein Punkt, wo, wenn zum Beispiel eine Person komplett verbrannt wäre oder aus welchem Grund auch immer, irgendwie so ich eher mehr Schaden als Nutzen würde in dem, was ich tue. Und das überlege ich auch wirklich so regelmäßigen Abständen, ja, mache ich so eine kritische Selbstbefragung, bin ich jetzt mehr zu einem Tool dagegen, des Mainstreams geworden, ja, nämlich quasi so als Kontaktschuldträger einsetzen, ja. Ab dem Punkt, wenn das ich dann quasi das nicht mehr machen könnte, würde ich wahrscheinlich so in so eine Holzhütte gehen und dort mich mit Philosophie beschäftigen oder eine Weltreise machen. Nee, das eher nicht, ja. Aber ich würde mich halt mit diesen Dingen primär beschäftigen, was meine eigentliche Leidenschaft ist. Aber solange ich noch, genau wie Schlomo sagt, hier effektiv Leuten auf die Nerven gehen kann, mache ich garantiert weiter. Wobei ich da möchte ich sogar noch, ich glaube, da bin ich sogar noch ein bisschen radikaler drauf. Also jetzt mal Beirut-Kiste, die offensichtlich ironisch war. Ihr braucht den Martin nicht verhaften dafür. Aber wenn dann... Geld schaffen. Ja. Ja, erwähnt Martin in eurem Manifest. Ich habe gehört, das hat er gern. Nein, aber jetzt mal von all den ironischen Floskeln abgesehen, mich zieht es so doch immer ein bisschen, ich glaube, mich würde es immer ein bisschen ins Auge der Gefahr ziehen. Also nicht in einem irrsinnigen Verhalten in dem Sinne, dass man ins brennende Haus hineinrennt, aber ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Kriegsdienst. Ich glaube, wenn jetzt der Kriegsdienst ausgerufen wird und man muss sich melden. Ich bin sicherlich vielleicht nicht derjenige, der sich als erster melden würde, aber ich würde sicherlich nicht davon laufen, wenn ich eingezogen würde. Ich glaube, das würde ich doch als Schmach empfinden. Ich bin nicht derjenige, der seinen Helm wegwerfen muss, um den Gegner mit bloßen Händen zu erwürgen. Aber nicht aufzustehen, wenn es eindeutig Zeit wird. Ich glaube, das könnte ich mit meinem Charakter nicht vereinbaren. Und deswegen würde ich auch, ich könnte es nicht so wie Schlomo handhaben. Vielleicht wird ein Exil temporär notwendig werden, so wie es Solzhenitsyn auch gewählt hat. Aber ich denke, es würde mich langfristig immer wieder zurückziehen ins Auge der Gefahr oder ins Auge des Handels. Während Schattenmacher und ich dann in Langenmark, ja, liederschmetternd, ja, in Maschinengewehr-Garben rennen, ja, wie Schlomo, ja, irgendwo am Strand von Taipei ein heroisches Video da zusammenschneiden. Aber genau das ist die Frage, Heroismus natürlich. Mishima hat mal gesagt, we live in a time where there's no heroic death. Es gibt eben so etwas nicht. Und was du immer vorhin angesprochen hast, du hast auch ein geniales Video gemacht zu dem Christchurch-Attentäter. Ja. Eben der Terrorist versucht ja genau dieses Schlachtfeld zu erzwingen, ja, um irgendwie einem unsignifikanten Dasein eine Bedeutung zu geben, tötet dabei aber wirklich Unschuldige komplett sinnlos, ja, und macht sich letztlich auch zu einem Werkzeug des Gegners, der genau das möchte. Also ein Ausdruck von absoluter Ohnmacht, Ziellosigkeit. Und ich glaube, wir sind halt verdammt dazu, in einer Zeit zu leben, in der es um Zähigkeit geht. Langfristiges, langwieriges Durchhalten in einem zähen Ringen, wo eher das Problem die 1000 Verführungen sind, wieder eine gemütliche, irgendwie so eine, ja,
Incel-Existenz irgendwo zu spielen, sich in Computerspiele zu stürzen, die nächste Serie zu binge-watchen, ja, und halt so eine Konsumexistenz zu führen. Ich hatte direkt nach dem Anschlag auch wirklich die Sorge, es würde jetzt rapide weitergehen mit sowas. Ich hätte es mir vorstellen können. Ich hatte das Manifest gelesen, der Schattenmacher ja auch, hat in seinem Video ja gemacht. Und ich dachte mir, das könnte leider Schule machen. Also ich dachte mir, mit der Teufelskreislauf vor allem auch, das passiert, dann gibt es noch härtere Repression, dann passiert der nächste, da gibt es noch härtere Repression, noch mehr Leute werden dazu gedrängt, kommen in die Situation, dass sie sich überhaupt jemals mit dem Gedanken auseinandersetzen würden, sowas zu machen. Und dann geht es immer so weiter und dann schlittern wir auf Straight Up Weimar zu oder noch Schlimmeres. Ich bin ziemlich positiv überrascht, dass das nicht eingetreten ist, dass wir nur diesen einen Typen bisher in Hanau hatten, der sich quasi nur daran gehangen hat im Sinne von, ich will für meine verrückte Verschwörungskiste jetzt irgendwie auch dieselbe Aufmerksamkeit mitnehmen, die dieser Typ da bekommen hat. Also schreibe ich jetzt noch schnell was in mein Manifest in diesem Stile. Ja, übrigens, Ausländer finde ich auch scheiße, danke. Da bin ich sehr, sehr positiv überrascht, dass das nicht passiert ist. Und den Tölpel-Terroristenwald von Halle, der Gott sei Dank gescheitert ist an der Holztür. Aber genau, ja. Ich habe auch recht, ich hatte auch genau dieselbe Sorge. Und ich weiß eben, also ich bin überzeugt davon, dass im Kalkül unserer Gegner steckt. Die sagen wahrscheinlich, die haben ihre großen Datenanalysen und irgendwo im Big Data in einem von diesen höchst finanzierten Research Centers gegen Online-Extremism sitzt wahrscheinlich ein Typ, der sagt, okay, laut dem Browserverhalten, Aufrufe aller Seiten, Querschnittmenge haben wir jetzt weltweit, 400.000 Leute, die wir der extremen Rechten zurechnen, ja, davon sind vielleicht 20.000 gewaltbereit radikal. Wir haben jetzt gegen die einen 10-Jahres-Plan an radikalen Deplatforming, Repression, Hate Speech Gesetzen, wir werden sie nötigen, Trizen fertig machen, ihnen jede demokratische Äußerungsmöglichkeit nehmen. Und von diesen 20.000 wirklich Radikalen schätzen wir, dass vielleicht 1.000 Leute einen Anschlag versuchen werden. Das heißt, wir haben auf 10 Jahre 1.000 Anschlagsversuche, davon werden 500 voraufgeklärt, 500 kommen durch, ja, und dann kann man sich ausrechnen, wie viele Anschläge es dann gibt. Also das sind alles soziologische Dinge, die man hochrechnen kann, wenn man eine bestimmte politische Gruppe und Meinung derartig brutal mit Repression ganz bewusst in den Untergrund treibt, ja, und jeden Versuch, zum Beispiel wie die Identitäre Bewegung, ja, wirklich absolut friedlich im Rahmen einer patriotischen NGO auf die Straße zu gehen, eigentlich mit brutaler Repression niederkämpft. Ja. Das ist also auch, finde ich, eine Heuchelei und Zynismus, wenn sie sagen, ach, die B ist extremistisch, frage ich sie immer, okay, wie sieht eine nicht extremistische, patriotische Jugendbewegung gegen den Bevölkerungsaustausch denn aus? Und gibt es überhaupt irgendeine andere außer der IB? Und, wenn man diese Frage ehrlich stellt, merkt man, nee, sie wollen eigentlich gar nichts haben. Sie wollen uns hineintreiben in so einen Teufelskreis aus Ohnmacht, Einsamkeit, Zynismus, mit dem ganz bewussten Kalkül, dass einige Verrückte dann wirklich zu Terroristen werden. Davon bin ich überzeugt. Deswegen ja, ich denke, das habe ich auch in meinem Video angeschnitten. Ich denke, auch darin liegt ein Problem der Werte. Also was zum Beispiel Tarrant in seinem Manifest geschrieben hat, also einfach die Massenvernichtung der Muslime, der 50.000 Muslime in Neuseeland, die er da angestrebt hat. Ich denke, das ist ähnlich wie die hitlerischen und die Sowjetunion-Exzesse. Das ist auch ein Erbe des Effektivitätsdenken der Moderne, das sich eigentlich gegen den alten ritterlichen Kodex stellt. Das ist das Ding. Das alte Europa oder das Wert oder ein tiefer Wertbezug im christlichen Europa, das liegt in der Annahme von Fairness und von Ritterlichkeit, die aber eben nicht immer effektiv ist oder die nicht immer den ökonomischsten Weg darstellt. Und ich denke, diesen Konflikt für sich auszuhandeln, darin wird eine große Aufgabe liegen, dass man zwar den effektivsten Weg wählen kann, aber dass man dadurch Konditionen schafft, die auch die Werte, die man eigentlich in die Welt befördern will, unmöglich machen oder verunmöglichen. Das ist absolut, völlig richtig. Ja, also das Effektivitätsdenken ist ein Riesenproblem. Auch späterer Hinsicht, wenn dann die Technik und vor allem die Biotechnik und der Transhumanismus die Frage stellt, was überhaupt ein Volk ist. Ja. Aber es gibt ja andere Leute, eben auch der vorher erwähnte Mishima, ich weiß nicht, ob ihr dessen Geschichte kennt, ja. Wenn nicht, führt sie zu weit. Ja. Ich kenne sie. Oder Dominic Benair, ja, die halt quasi ihre, ich glaube, eine ähnliche Radikalität einfach gegen sich selbst gerichtet haben. Oder Jan Palach, ein Antikommunist, der keinen Terroranschlag begangen hat in Tschechoslowakei, glaube ich, damals war es, sondern sich selbst verbrannt hat aus Protest gegen den Totalitarismus der Sowjetunion. Aber so weit sind wir noch nicht. Außer wenn Sie die Live mir auch noch nehmen, dann überlege ich eine Self-Immolation. Ja. Aber man muss auch hier bemerken, während Brandon Tarrant mit einem automatischen Sturmgewehr in eine
Moschee gerannt ist, voller unbewaffneter und unvorbereiteter Gegner, hat sich Mishima das Hauptquartier der Armee ausgesucht und sein Ende war durch die rituelle Enthauptung. Allein im zeremoniellen, genau, allein im zeremoniellen Anspruch, den wir hier vergleichen können, sieht man schon den Unterschied in der eigenen Gefahrenanalyse, in dem Ausmaß des Gegners, den man sich vornimmt, in der Ritterlichkeit. Ja, das, also da gebe ich dir absolut recht. Vor allem auch in der Todesbereitschaft, denn all diese rechten Livestream-Terroristen haben nämlich eines gemeinsam: sie waren nicht bereit danach, Suicide by Cop oder wie auch immer, wie die ganzen islamischen Terroristen auch zu sterben, denn sie wollten nämlich sich aufgeilen an genau diesem mimetischer Apotheose, also nicht wirklich Apotheose, weil sie nicht tot sind, ja. Also quasi an diesem Fame, den sie dann gewinnen wollen. Für mich sind das eher so Leute, die eher Herostratus nachgehen. Aber ich glaube, wir bewegen uns hier auf brenzligem Terrain. aber es ist natürlich ein interessantes und wichtiges Thema, mit dem wir uns auch gerade offensiv auseinandersetzen müssen. Und das tue ich eben auch, weil ich eben genau weiß, ja, das ist ein Problem, also das wegzuleugnen, zu sagen, nee, das gibt's alles nicht und das Brandon Tarrant, das war ein Fake und so, man sieht ja die Patronenhülsen verschwinden, das ist ein völliger Blödsinn. Es ist ein Problem, es ist etwas, das unsere politischen Gegner, glaube ich, ins Kalkül passt, etwas, das sie effektiv vorantreiben und verstärken, nämlich Terrorismus von rechts, ja, indem sie alle anderen Sachen abschneiden, und unsere Aufgabe aber auch als Leute mit einer Reichweite ist es, dem entgegenzuarbeiten, indem wir in unseren Äußerungen nicht einfach nur Ohnmacht, Verzweiflung und Zynismus bespielen, ja, ja, und die Leute emotionalisieren, sondern indem wir auch ihnen sinnvolle Handlungsmöglichkeiten, die friedlich und demokratisch sind, anempfehlen. Zumindest versuche ich das immer. Und ich glaube, dass eben eine starke IB oder dass die IB auch in den letzten 7 Jahren stark dazu beigetragen haben, dass junge Leute eben nicht in so eine Zynismus-, Ohnmacht-, Extremismus-Spirale hineingekippt sind. Das ist zumindest meine Meinung, ja. Ich arbeite gerade am Video über eine Organisation, die von Demokratie leben und noch irgendeiner staatlichen Sache gestützt wird, die sich im Grunde genommen zur Aufgabe gemacht hat, Lehrer, die auf Lehramt oder Studenten, die auf Lehramt studieren, also spätere Lehrer, darin einzuweisen, wie sie später ihre Schüler mit Intersektionalität indoktrinieren können. Und da hatte ich genau das Problem am Ende vom Video. Ich habe das heute jetzt schon fertig aufgenommen und da bin ich auch immer nicht so ganz zufrieden, weil ich nicht weiß, was ich den Leuten dann noch sagen soll. Das Ding ist halt, die mächtigste Waffe in einer Demokratie ist ja eigentlich, die Köpfe der kommenden Generationen zu kontrollieren. Und dabei, die machen ja nicht mehr einen Hehl daraus. Die sagen, ja, wir werden denen dann Scheiße erzählen von kritischer Weisheit und so weiter. Das wird nicht mehr nur an Unis stattfinden, das wird die normalen Schulen kommen und noch jüngere Leute erreichen und die in noch ganz anderen Alter radikalisieren und so weiter. Da hatte ich auch am Ende das Problem, wo ich nicht wusste, was soll ich denn jetzt sagen. Ich habe dann gesagt, ja, scheiße, ich finde es vor allem erschreckend, dass die offenbar sich ihrer Sache schon so sicher sind, dass sie denken, es ist egal, wir können das ganz offen machen, es ist egal, was der normale Mensch davon denkt. Ja, hoffen wir mal, dass sie sich verzetteln damit und versuchen, möglichst viele normale Menschen darüber aufzuklären. Ansonsten wusste ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, ich würde vielleicht Folgendes zu bedenken geben. Es gibt sowas, das erweiterte Conquest Law. Conquest war ein amerikanischer Historiker, Dichter, ein sehr bewanderter Mann in der englischen Sprache und auch in der russischen übrigens. Von ihm stammen einige Solzhenitsyn-Übersetzungen. Und er hat gesagt, im Wesentlichen zusammengefasst, der Kontakt mit Institutionen bringt den Menschen mehr nach links und den Kontakt mit der Realität hat die Tendenz, den Menschen mehr nach rechts zu bringen. Nun, natürlich, solche Indoktrinationsversuche sind nicht gut für uns. Allerdings schaffen sie ein Umfeld in der Realität, das, ich denke, fast mehr Black- oder Red-Pilling-Potenzial besitzt, als es all unsere Videos zusammen hier haben können. Also der Distributist meinte das auch neulich. Unsere Videos gut und schön, aber was sind unsere Videos gegen zum Beispiel den Sohn einer liberalen Familie, der eines Tages tatsächlich auf der Straße feststellt, was es bedeutet, Anti-Whiteness gepredigt zu bekommen, ja, oder das auch dauerhaft miterlebt. Guter Geschmack übrigens, Distributist, ist gut. Kennst du den Clossington auch? Kenne ich auch. Ich gucke hin und wieder mal rein, also ich lasse mich treiben, aber ich kenne ich ebenfalls, ja. Das sind die Connoisseure der Dissident Rider im Army-YouTube, ja. Ja, Das stimmt, ja. Also ich finde es auch, aber dann kommen wir auch gleich wieder zu dem, was du am Anfang nicht gesagt hast, nämlich, dass eben der stärkste Red Pill-Faktor natürlich auch die Realität ist. Ja, also unsere beste Wingman, das ist die Wirklichkeit, ja. Und das ist natürlich auch eine Sache, die ich glaube ich, die uns wirklich Hoffnung geben kann, nämlich, dass
das System, so wie es ist, mit den ganzen Erklärungen von dem Black Lives Matter Blödsinn bis hin zu Refugee Welcome, vor unauflösbaren Widersprüchen steht. Ökonomischer Natur, aber auch soziologischer Natur. Und dass das natürlich immer Leuten klar wird und dass sie mit einer immer größeren Radikalität auch ihre Ideologie, ihre Doktrine durchzwingen müssen gegen die Realität und Wirklichkeit. Und das lässt natürlich uns als Kommentatoren, uns als Aktivisten immer mehr Möglichkeiten, sie auflaufen zu lassen und das offensichtlich zu machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Red Pill am Ende unseres Gesprächs, das sich jetzt schon eine Stunde und 45 Minuten fast hinzieht. Und in dieser Zeit, was ich extrem leibend finde, über 1000 permanent durchgehend über 1000 Zuseher hatte. Also freut mich sehr und ich finde es extrem leibend, dass unser erster Exil-Stream derartig häufig und beliebt aufgerufen wurde. Bei mir haben wir auch 830, also auch gar nicht schlecht. Optimal, optimal. Also ich schreibe das meiner Wirkung zu. Ich bin überzeugt. Nein, ja. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Schlomo das vorgeschlagen hat. Es sind immer Gespräche, die dann noch sehr philosophisch interessant werden. Und ich glaube, darin liegt natürlich auch die Bedeutung, eben, die man gerade jetzt auf YouTube und gerade in diesem auch abseits von YouTube haben kann. Es gibt mittlerweile genügend Leute auf YouTube, die einfach Schlagzeilen vorlesen. Und ich sage das überhaupt nicht despektierlich, mache ich auch immer wieder. Ja, und dann einfach die neueste Peer News oder Bild-Schlagzeile kommentieren. Ist auch in Ordnung, ist richtig und wichtig, dass es das gibt. Aber es gibt eben eine kleinere Schicht in einem Dachgeschoss des Zwei-Kammer-Systems, das natürlich mehr will und auch sich mit philosophischen Themen auseinandersetzen. Und ich bin allen Leuten, die heute zugesehen haben, dankbar, dass sie so interessiert mitgelauscht haben. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sauer, dass wir auf die Kommentare nicht eingegangen sind. Ich glaube, das hätte das Gespräch unmöglich gemacht. Und das Geilste ist, ich hatte vor 5600, jetzt habe ich 5800, also 200 neue Follower auf die Live gewonnen. Ein extrem erfolgreicher Tag. Und ich möchte mich bei allen Zusehern, vor allem aber bei meinen Mitdiskutanten, herzlich bedanken und möchte euch fragen, ob ihr vielleicht beide noch ein episches Abschlusswort an die Live-Zuseher richten könntet. Ich hatte eben noch was, wahrscheinlich eigentlich nicht wirklich als Abschlusswort, aber eine Sache, die ich vor 10 Minuten schon mal über den Kopf hatte und jetzt ist mir nochmal eingefallen, als du meintest, halt diese verkopften Diskussionen, die dann eher für die Leute, die schon mehr drin sind, da sind. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass es manchmal wichtig ist, sich nicht zu fein dafür zu sein, sich auch mal mit den Säulen im Dreck zu wälzen, wenn denn was dabei rumkommt. Wenn halt Leute mit deinen Ideen konfrontiert werden würden, im Falle jetzt zum Beispiel vom Black Lives Matter Video mit Dekal Dent, natürlich ist dieser Typ ein kompletter Vollidiot, aber wir springen da halt komplett drauf, einfach weil das eine komplett andere Base ist von Leuten, die Sachen, die wir sagen, noch nie gehört haben. Mein fucking Video darüber hat 20.000 Aufrufe auf BitChute. Das ist für BitChute unglaublich. Das heißt, ich habe das Gefühl, bei manchen Kommentaren, die ich da kriege, dass die Leute sich nicht im Klaren sind, dass da durchaus gewisse taktische Überlegungen dahinter sind, wenn sowas macht. Wir sind jetzt nicht geil darauf, uns rumzuschlagen mit irgendeinem IQ-90-Volltrottel für so lange wie möglich, sondern wir wollen halt mehr Augen auf die Dinger, auf die Sachen, die wir zusammengesammelt haben, unter diesem Video lenken und so weiter. Das ist, glaube ich, noch eine wichtige Sache, dass man sich dafür nicht zu fein sein sollte. Um es mit den unsterblichen Worten von Schlomo zu sagen, du bist der Ball. Hat ja sogar Reik in seiner Doku da aus dem Kontext genommen. Sehr geil, war ein unsterblicher Moment, der wohl gerne Analysegeschichte, ja. Während der Schattenmacher zu seinem epischen Schlusswort, das, von dem ich mir Pathos, philosophischen Tiefgang, aber auch eine Prise Ironie erwarte, ja, zumindest, ansetzt, wird gerade übrigens die Truhe aufgemacht, so ein D-Life-Ritual. War das jetzt mein Stichwort? Quasi ja, aber ich fand auch... Okay, sehr schön, sehr schön. Dann lassen wir die Stille als Einleitung zu meinen letzten Worten. Ich denke, was ich am ehesten zu sagen hätte, wäre ein Ratschlag aus meinem eigenen Leben. Und das ist, ich bin mir fast sicher, dass viele Zuhörer hier Anfang oder Mitte 20 sein werden und sich jeden Tag mit irgendwelchen Twitter-Nachrichten auseinandersetzen müssen oder mit irgendwelchen Hiobs-Botschaften in der Zeitung und ihre eigene Machtlosigkeit dabei spüren. Und ich den besten Ratschlag, den ich geben kann, ist es wirklich, die Trägheit seiner eigenen Seele hinter sich zu lassen und etwas zu machen, aktiv zu werden. Also schaffen befreit aus dem Leiden. Ich kann aus meiner Erfahrung ganz klar sprechen, dass sich meine psychologische Gesundheit deutlich verbessert hat durch das, was ich hier tue. Ich setze mich mehr mit dem Niedergang unserer Gesellschaft auseinander als jemals zuvor. Aber ich leide auch weniger darunter als jemals zuvor. Eben weil ich es in ein
aktiven Impetus umwandeln kann. Und wenn es um eines geht im Leben, dann vielleicht um das. Sehr schön gesagt, dem kann ich mich nur anschließen. Transformiert eure Wut in produktiven Widerstand. Jeder einzelne sichtbare und produktive, fruchtbare Akt von Widerstand schmerzt unsere Gegner und zählt für uns. Nur Taten binden die flüchtige Zeit, schmiede den Tag an die Ewigkeit. Ich danke meinen beiden Gästen fürs Dabeisein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr bald wieder bei Martin Sellner live.